So, moin moin, liebe Motorsportfreunde. Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis ich hier am Mikrofon war. Musste gerade noch ein bisschen was erledigen. Jetzt bin ich da. Mal schauen, wann es hier denn losgeht. Die ersten drücken. Also das heißt, geht jetzt gleich los. Sehr gut. Heute haben wir 18 Fahrer hier am Start. Und bin gespannt, wer heute hier in Australien im fünften Lauf den Sieg davontragen wird. Heiße Kandidaten wie immer Nico, Pave und Marvin auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir haben immer wieder Überraschungen dabei, auch hier im Qualifying. Deshalb warten wir mal ab, was hier in Australien passiert. Schwierige Strecke auf jeden Fall, zählt zu meinen persönlichen Hassstrecken. Mag ich nicht so. Dem einen oder anderen geht es vielleicht auch so. Deshalb, ja. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich hoffe natürlich, okay, was war das? Ist doof. Wieso wurde auf einmal wieder alles rausgenommen? Jetzt scheiße oder? Okay, jetzt geht's los. Ich hoffe natürlich, dass ich wieder mal irgendwie ein Input kriege, was Wetter angeht. Ich werde auch noch mal in die Discord-Gruppe hier reinschreiben. Um vielleicht ein paar Wetterdaten zu bekommen. Und wie gesagt, wir sind hier jetzt in Australien im fünften Saisonrennen. Und bisher ist Marvin eigentlich schon recht dominant. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang, ist erst das fünfte Rennen. Alles noch offen, alles noch möglich. Deshalb warten wir jetzt einfach ab, was auch in Q1 passiert. 18 Fahrer, das heißt, von drei werden wir uns auf jeden Fall verabschieden hier in Q1. Und wir warten auf die letzten, bis sie dann doch endlich mal drin sind. Ich weiß nicht, was da los ist. In der Zwischenzeit habe ich mir mal kurz mein Energy aufgemacht. Und jetzt dürften, glaube ich, alle da sein, ja. So sieht's aus, deshalb geht's hier gleich los mit Q1. Da erscheinen die schönen Namen der Fahrer hier über den Boxen. Und da haben wir auch die Liste, das heißt, wir können hier schön unsere Einstellung machen. Also ich denke mal, dass wir die Reifen in Q1 nicht wirklich brauchen. Da wird vielleicht der ein oder andere doch nochmal testen, mit den Mediums rauszufahren. Aber ich denke, die meisten werden hier mit Softs fahren. Deswegen können wir da zum Ende hin einfach mal einmal gucken. Aber nicht jetzt. So, ich schaue gerade einfach mal, haben wir heute wieder einen neuen dabei? Nein, alles Fahrer, die auch im letzten Rennen oder davor dabei waren. Ein Timmy, ein Tobi, ein Falk. Berg, der glaube ich neu ist. Muss ich gerade mal überlegen. Hab ich den letztes Rennen schon. Okay. Ich weiß nicht genau, ob ich den jetzt schon irgendwie letztes Rennen schon mal irgendwie dabei hatte. Und wir haben wieder keinen Motorsound. Das ist schon wieder sehr schön. Q1 und wieder kein Motorsound. Aber solange das der einzige Bug ist, den es hier so während eines Rennens gibt, kann ich damit eigentlich leben. Ist nur ein bisschen, wie gesagt, wieder ungewohnt. Deshalb, ja, gut. Ist halt so. Muss man mit leben, Q1 ohne Motorsound zu haben. Und ich habe gerade mal einen Wetterbericht bekommen. Das Wetter bleibt trocken, sonnig, teils bewölkt. Also
können davon ausgehen, dass es hier über das gesamte Wochenende Qualifying und Rennen quasi hier in den nächsten 2 Stunden trocken bleibt. Und gehen hier gleich mit dem Tobi auf seine schnelle Runde, der jetzt erstes eine Zeit setzen wird auf den Softreifen. Sie gehen jetzt onboard ohne den guten Motorsound. Den könnt ihr euch wieder per Audio selber einfügen, wenn ihr wollt. Oder macht es mit dem Mund. Mir egal. So, das eine Stelle, ja, kann man Zeit gewinnen, auf jeden Fall. Wenn er die jetzt mehr geschnitten hätte, hätte er auf jeden Fall mehr Zeit gewinnen können hier an dieser Stelle. Ansonsten, wie gesagt, gibt es noch ein paar andere Stellen, wo man auch Zeit verlieren kann, wenn man sie halt schlecht erwischt. Zum Beispiel auch hier an dieser Stelle kann man halt auch einiges an Zeit verlieren. Und natürlich gleich bei den Asses, bei dieser Links-Rechts-Kombination, wo man auch gut viel Zeit liegen kann, wenn man sie halt falsch erwischt und nicht perfekt durchfahren kann. Also ich weiß nicht, ob es perfekt ist, wenn man hier halt den 8. nicht auswählt. Also er hat jetzt den 8. ausgewählt. Ich persönlich zum Beispiel fahre da nicht in den 8., sondern bleib im 7. bis zum Ende, fahr in die Kurve rein, geh in den 6. und beschleunige damit auch wieder raus. Die Frage ist halt, ob das die perfekte Lösung ist. Das kann ich natürlich nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Ich fahre sie zumindest so. Und da ist er auf jeden Fall schlecht rausgekommen in der letzten Kurve. Aber er gibt uns die erste Zeit und das ist ein 1:21.798 und ist damit erstmal Erster. Und der Black Panther wird hier als nächstes über die Linie kommen. Und vorhin habe ich gerade ein Feigenberg gesehen, der hier gut unterwegs ist und eine 1:22.4 anbietet. Der Black Panther landet bei 1:29.2, die war auch ungültig. Dann kommt ein Renault, das war nicht der Vettel. Das war der Totti mit 1:22.278, während der Vettel hier noch im ersten Sektor ist. Und Bullet Dude hat sich gedreht, Ende der S's. Links-Rechts-Kombination, ja, die ist nicht ohne. So, Timmy jetzt mit 1:22.3 ist damit erstmal Vierter. Dann wird der Pave, der über die Linie kommt mit 1:21.0, neuer Führender hier. Neue schnellste Zeit. Haben wir den Fonds noch unterwegs? Macht der Bullet Dude Platz? Ich glaube, der Fonds wird der nächste sein, der hier halt über die Linie kommt mit seiner Zeit. Die hoffentlich dann auch gültig ist. Und der Fonds fährt wieder in die Box. Er sagt sich, nee. Scheiße, der Black Panther ist im 3. Sektor genauso wie Vettel. Der wird, glaube ich, als nächstes kommen. Nee, da war der Bullet Dude. Achso, der ist ja gut. Der hat sich gedreht. 1:47.9. Der wird wahrscheinlich auf jeden Fall noch mehr kommen. Als diese Zeit. Und Vettel jetzt mit 1:23.1. Erstmal auf dem 6. Und Black Panther kommt hier auch schon um die Kurve rum. Und wird uns gleich seine Zeit geben und es wird 1:21.4, ist aber erstmal Zweiter. Oh, ist nicht so schlecht. Während Marvin, Neon, Verstappen, Schwarz-Gelb und Camo auf der Outlap sind. Schauen wir hier erstmal noch ein bisschen Black Panther zu. Aber wir gehen, glaube ich, mal auf den Bullet Dude, der hier langsam unterwegs ist. Na. Der ist sich schon wieder gedreht. Auf jeden Fall langsam unterwegs. Also schnell ist das nicht. Deshalb gehen wir auf Schwarz-Gelb, der jetzt hier seine Stellrunde anfängt. Die jetzt, glaube ich, schon wieder ungültig sein könnte, so wie es aussah. Schauen wir mal kurz auf die Zeit, ne? Ich glaube, die fährt er noch durch. Die scheint noch gültig zu sein. Bin mal gespannt.
uns da anbietet. Und Escalations ist wieder am Start. Moin Moin, Grüße gehen raus. Ich klinge niedergeschlagen, alles gut. Nee, ah, was heißt niedergeschlagen? Ich bin ein bisschen kaputt von der Woche, muss ich sagen. Also, die Woche war echt ziemlich hart bei mir auf Arbeit. Viele Leute haben gefehlt, das hieß mehr Arbeit auch für mich. Und habe auch sogar einmal verschlafen diese Woche, ja. Aufgrund, dass mein Handy einfach aus war. Und ja. Aber das hat auch nichts gebracht, dass ich da länger schlafen konnte. Also von daher. So, Schwarz-Gelb jetzt hier mit 1-21-7 ist damit erstmal Dritter hinter seinem Teamkollegen. Mercedes stark unterwegs hier. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist Sektor 3, das ist Sektor 3. Und der Marvin kommt jetzt hier über die Linie. 21-7 ist neuer Spitzenreiter. Da hat der Pave mal kurz gesagt, nee. Ich kann schneller. Und Verstappen kommt jetzt über die Linie mit einer 1-21-7, ist damit Vierter. Setzt sich zwischen die beiden Mercedes-Fahrer. Und Neon, der Teamkollege von Pave, was macht der? Während, glaube ich, der Carmen 1-21-4 gefahren ist, auf dem Dritten ist. Und Neon 1-21-5 ist da auf dem Fünften gerutscht. So, ich glaube, der Bullet Dude hat sich da verbessert. Auf 1-22-1 ist damit Neunter. Ja. Vettel hängt da jetzt gerade hinterher. 1-23-1. Da sind die anderen schneller gewesen. Deutlich schneller. Also da muss was von Vettel kommen. Ansonsten sehe ich da schwarz für ihn. Na, wie gesagt, niedergeschlagen würde ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, bei mir kommt das ja auch meistens erst jetzt so mit Q2, Q3 und dann dem Rennen, dass ich hier ein bisschen, ja, freudiger werde, kann man das so sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr eskaliere und ich glaube, der Fonds hat da gerade schon gut abgekürzt. Das scheint schon ungültig zu sein. Also er baut da auch, glaube ich, RS wieder auf. Bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ist jetzt schon ungültig? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Sig ist am Start. Nico schreibt da. Moin Moin, Grüße gehen raus an Sig. Du hattest auch kein Motorsound. Okay. Das ist natürlich immer schön, kein Motorsound zu haben. Und Fons, ich weiß nicht, ob die Runde gültig ist, aber sie ist sehr langsam. Deshalb schalten wir auf den Pizzawolf, der hier auf seiner schnellen Runde ist. Noch keine Zeit gesetzt hat. Also ich denke, der Marvin und der Pave brauchen auf keinen Fall mehr rausfahren. Ich denke auch ein Camo, ein Black Panther wird nicht mehr rausfahren müssen. Ein Neon Force wird wahrscheinlich auch nicht mehr rausfahren müssen. Also ich denke, die 1.21er sind schon relativ gut unterwegs und dürften auch recht safe sein, was das Weiterkommen anbelangt. Ich glaube nicht, dass da so viel wackelt. Und Pizza Wolf jetzt hier mit einer 1.22.299 auf den 11. Birdie ist gerade im ersten Sektor und der Fonds auch. Jetzt ist die Frage, wer ist denn hier vorne? Ich glaube, der Fonds dürfte hier ein Stück vorne sein, ja. Der Fonds ist hier ein Stück vorne. Sick schon wieder. Achso. Ja, schon wieder. Ist total witzig. Aber wie gesagt, solange es keine anderen Bugs gibt, kann ich damit leben, in Q1 keinen Sound zu haben. Weil mit Glück ist er dann wieder in Q2. Dann da, so wie sonst auch. Mal schauen, werden wir denn sehen. In 7,5 Minuten wissen wir wahrscheinlich mehr. Hey, da kommt Fons sehr weit raus. Also ich weiß auch, dass sie, wie gesagt, sie haben einiges auch an den Verwarnungen, was Strecke verlassen und ungültig angeht, was die Strecke verlassen angeht, haben sie geändert. Deshalb ist das schon teilweise okay so. Und der Fons jetzt mit 1,21,8 erstmal auf den 9. Kommt hier der Birdie mit 1.25.3, die ungültig ist. Und die beiden Haas-Fahrer sind auch draußen, Domi und Nico. Domi, der da noch ein bisschen auch vielleicht seinen eigenen Erwartungen ein bisschen hinterher hängt. Ist natürlich im Schatten vom Nico ziemlich schwierig, denn Nico letztes Jahr Vize-Weltmeister geworden. Schon auch, glaube ich, eine Herausforderung ein bisschen für Domi, der wahrscheinlich auch dadurch den Ansporn sieht, dass er Nico in seinem Team hat. Da vielleicht ein bisschen die Lücke zu schließen. Ist natürlich auch wichtig für Team Haas,
dass Domi auch langsam in die Spur findet, der jetzt mit 1,24,5 erstmal über die Linie kommt, damit 16. ist. Und Nico der Nächste, der hier dann über die Linie kommt, um seine Zeit abzugeben. Domi wieder auf dem gewohnten Platz. Damit kann gearbeitet werden. Womit meinst du jetzt genau? Womit kann gearbeitet werden? Jetzt habe ich irgendwie, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Sorry, wenn. Ja. So, Nico kommt jetzt hier gleich und wird uns seine Zeit geben. Und das wird eine relativ gute Zeit. 1,20,9. Reite ich damit hinter Marvin ein. Der zweite Fahrer, der hier die 1,20 fährt. Und Birdie ist eine 1,23,155 gefahren. Ist damit erstmal 17. Also zurzeit Vettel, Birdie, Domi raus. Falkberg auf dem Hot Seat. Der jetzt hier gerade mal schneller unterwegs ist. Deswegen bleiben wir mal drauf. Und Tobi fährt nochmal raus. Jetzt gucke ich natürlich mal auf die momentan ausgerüsteten Reifen. Also Falkberg hier mit frischen Reifen. Tobi fährt nochmal mit seinen angefahrenen Softs raus. Bullet Dude ist noch draußen. Nach wie vor 11. mit 1,22,1. Und Falkberg, 1,23,3, hat sich einen Platz verbessert und hat mit den Timmy auf den Hotseat geschmissen. Und Birdie ist gerade rausgeflogen. Das ist jetzt ganz schlecht für Birdie. Knapp 5 Minuten haben wir noch. Zurzeit wäre er halt raus. Also für ihn wäre es jetzt ziemlich bitter. Ich glaube, ich habe mich da auch gerade... Nee, doch nicht. Na gut, der Falkberg fährt jetzt hier wahrscheinlich eine langsame Runde. Der Bullet Dude, der ist langsam unterwegs. Und was macht der Tobi? Und Timmy fährt jetzt raus. Ja, muss er, es ist auf dem Hotseat, da muss er nochmal nachlegen, denke ich mal. Um sich da vielleicht auch sicherer in Q2 zu katapultieren. Denn 15 ist halt, ja, unangenehm. Da braucht nur einer mal schneller sein und zack ist man raus. Und Tobi ist jetzt hier schneller unterwegs. Schauen, wo die Reise denn hinführt. Das war der erste Sektor 1, zwei Sektoren hat er noch. Ach so, ja gut, auf den Satz davor bezogen, ja gut. Wie gesagt, Tobi war jetzt hier eben noch schneller im ersten Sektor, jetzt habe ich den zweiten Sektor verpasst, dadurch, dass ich hier wieder auf den Chat geguckt habe, aber das macht nichts, wir schauen trotzdem Tobi weiter zu, wie er hier seine Runde beendet, seine schnelle, und dann gehen wir danach auf den Timmy, der jetzt hier auf der Outlap gleich auf der schnellen Runde ist. Er war nämlich, glaube ich, kurz vor Tobi da unterwegs. Ja, so sieht es aus. Domi kommt jetzt auch raus. Und Tobi jetzt mit einer 1,21,600 hat sich damit knapp 2 Zehntel verbessert. Ist auf dem 7. und Bullet Dude ist raus. Bullet Dude ist raus. Der hat sich da irgendwo abgeschossen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es in den Asses war. Ich vermute es einfach mal. Da hat er vorhin schon den Dreher gehabt. Liegt sehr nahe. Das ist eine Stelle, wo, denke ich mal, wenn Leute rausfliegen, dann da. Also das ist schon eine knackige Stelle. Das heißt, die 22.174 muss geschlagen werden für Vettel, Birdie und Domi, damit sie da sicher reinrutschen in Q2. Natürlich würde auch eine 1,22,2 reichen. Somit würde dann Timmy zum Beispiel rausrutschen, der jetzt hier eigentlich nach wie vor auf dem Hotseat sitzt. Als 14. rutscht da als erstes raus, falls Vettel oder Domi halt eine schnellere Zeit fahren als er. Aber Timmy jetzt ja auch gerade unterwegs und schneller als seine vorherige Zeit. Die Frage ist, was sagt die Uhr am Ende? Das ist die entscheidende Sache. Wo bleibt für Timmy die Uhr stehen? 2 Minuten haben wir hier noch. Er könnte noch einen Versuch starten. Und Timmy hat eine 1,21,826 gefahren, damit er erstmal auf den 10. katapultiert und Falkberg damit mehr oder weniger auf den Hotseat gesetzt. Und Domi jetzt hier unterwegs mit einer schnellen Runde. Gucken wir natürlich drauf, denn er ist zurzeit auf dem letzten Platz hier, 18. Ganz weit weg von seinem Teamkollegen, der auf dem 2. Platz ist. Wie gesagt, es kann natürlich auch jetzt Hemd sein für den Domi,
dass Nico weiterhin so stark ist und er da so hinterherhinkt, muss man einfach mal so sagen. Das sind einfach mal fast 4 Sekunden zwischen Nico und Domi. Und das ist schon krass. Und alle, die jetzt in der Box sind, können absolut nichts mehr machen. Fonce ist auch nochmal rausgefahren. Er traut dem Braten auch nicht auf seinen 2 Runden alten Softs. Schauen wir mal. Erstmal muss Domi hier seine Runde beenden. Und dann hätte er theoretisch noch eine Chance, aber ich glaube, praktisch wird das nicht ganz so funktionieren. Das ERS ist schon fast halb leer. Ich weiß jetzt nicht, wie krass voll er da fährt. Ob er da schon die Runde abgebrochen hat. Aber dann hätte er auf keinen Fall mehr einen Versuch. Und das sieht nicht gut aus für Domi. Ich denke, Domi ist raus. Ich denke, Domi und Birdie werden die ersten sein, die hier ausscheiden, denn Birdie ist wie gesagt rausgeflogen und Vettel ist jetzt hier gerade nochmal schneller unterwegs und macht da gerade den Fehler in der letzten Kurve. Und Vettel fährt an die Box, damit ist er auch raus. Das heißt, eigentlich stehen die 14 Fahrer fest für Q2, denn wie gesagt, Bullet Dude ist raus, der hat sich irgendwo zerschossen. Und wir schauen mal kurz auf den Domi hier, der hier langsamer unterwegs ist. Das wird nicht reichen. Und ich sehe gerade, Verstappen hat sich da vorne auch nochmal mit 1:21.408 rein katapultiert. Hinter Pave. Vor Camo. Wir schauen mal, Domi im zweiten Sektor. Nein, 1,1 Sekunden. Das war's. Das heißt, wir werden uns von Vettel, Birdie und Domi verabschieden. Und hat Verstappen sich gerade abgeschossen? Es ist eine gelbe Flagge. Hat der sich gerade abgeschossen? Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich weiß jetzt nicht, aber sie stehen noch auf ihren Plätzen, also abgeschossen haben sie sich wohl nicht. Dann würden sie nach hinten rutschen, so wie Bullet Dude. Wie gesagt, 14 Fahrer werden wir jetzt dann hier in Q2 gehen. Und da ist der Motorsound wieder, meine Damen und Herren. Yay! I'm so proud of it! The fucking Motorsound. Es lübt! Und Marvin, Nico und Pave zeigen heute, wo die Reise hingeht. 1:20 muss gefahren werden in Q3. Gehe ich jetzt ganz stark von aus, um hier die Pole zu holen. Und das sind, denke ich mal, die drei, die hier die besten Voraussetzungen haben. Aber wie gesagt, diese Runde muss man auch treffen und auch in Q3 dann. Und alle anderen Fahrer, bei denen ist es genauso. Deshalb schauen wir mal. Und wie gesagt, 4 Fahrer verabschieden sich jetzt hier. Der Bullet Dude, Vettel, Birdie und Domi. Schade für Bullet Dude. Der war eigentlich weiter gewesen. Hat dann sein Auto zerlegt. Jetzt ist er raus. Da wir sich das Ganze von außen anschauen. Und wir schauen jetzt natürlich auf die Reifen. Denn das interessiert uns natürlich, wer sich hier mit welchen Reifen qualifiziert. Gibt noch keine Bewegung da in den Boxen, wird ein bisschen mit den Reifen rumgespielt hier. Der ein oder andere zieht schon die Mediums auf. Wir warten noch da vorne, ganz vorne. Fährt ein Verstappen auf den Softs raus. Und wir sehen Neon auf den harten. Neon auf den harten. Da bin ich gespannt, wenn er die wirklich fährt, so was er da in der Lage ist mit den Reifen. Denn wie gesagt, wenn der erste hier schon mit den Softs rausfährt in Q2, der Verstappen, der jetzt nicht gerade langsam unterwegs war, da in Q1, wird es für Neon mit den harten sehr, sehr schwer. Und Marvin hat die Session verlassen. Ui. Ui, das ist ja nicht so geil, ne?
Und der gute Verstappen, der wärmt hier seine Reifen schön auf. Was ich sagen muss, ist in dem Teil irgendwie besser gemacht, weil die Reifen sind wärmer, wenn man aus der Box rauskommt. Aber ja, wie gesagt, der Grip ist halt erstmal auch eigentlich nicht viel anders als im 18er. Also es gibt schon Strecken, da muss man aufpassen, wenn man aus der Box kommt und die ersten Kurven fährt. Da kannst du ihn dann auch gut und gerne schon abschießen. Und Verstappen wird der Erste sein, der hier eine Zeit setzt mit den Soften. Und Force ist auch ein Fahrer, der mit den Soften da rausfährt. Motorsound ist einfach mal so viel geiler. Ui, da war ein Querschläger. Da musst du ja korrigieren. Und da ist sie ungültig. Und da nimmt er sofort das Gas raus. Das heißt, wir gehen wohl auf Pave auf den Mediums. Der jetzt hier auch gerade auf der Stellenrunde unterwegs ist. Und deshalb schauen wir mal bei Pave in die Onboard, da wir das bei Verstappen noch nicht so schön sehen konnten. Sehen, dass er nicht so gut durch die Esses da gekommen ist. Das war schon sehr wackelig. Frage ist, für was die Zeit noch reicht. Das wird auf jeden Fall Zeit gekostet haben. Davon gehe ich aus. Aber das sieht trotzdem noch gut aus. 1:22:0. Das ist nicht so schlecht. Damit die erste Zeit. Und wir müssen jetzt mal schauen. Gott, die fährt hier als nächste über die Linie mit den Mediums. Ne, da vorne war noch einer. Der Black Panther mit 1:22:3 auf den Mediums. Jetzt aber Totti hier 1:24:2 auf den Mediums. Der Fonds haben wir hier noch auf den Softs. Sehr langsam unterwegs. Timmy im zweiten Sektor. Neon auf den Harten. Geht jetzt auf seine schnelle Runde. Und der gute Camus im zweiten. Also was hatten wir jetzt hier noch? Den Timmy auch im zweiten. Also der Camus sehr langsam unterwegs. Deshalb schauen wir auf den Timmy. Der mit den Mediums unterwegs ist. Schwarz-Gelb und Tobi auch auf ihrer schnellen Runde. Bisher haben sich nur Medium-Fahrer hier qualifiziert, sag ich mal, schon mit einer Zeit. Timmy wird hier der Nächste sein, der über die Linie kommt. 1:23:0 auf dem dritten erstmal. Neon hier im zweiten Sektor. Das kann er mit den Harten anrichten. Ah, da gab es auch den Fehler in den Asses, also... Schauen, ob er die Runde zu Ende fährt und wenn ja, wo die Zeit stehen bleibt. Mit dem Fehler kam er jetzt 1:46:8, ja gut. Wo bleibt die Zeit für Neon stehen? Also das ist schon mal 2 Sekunden langsamer als Pave da vorne mindestens. Ich denke mal, das wird in den 1:24 Bereich gehen. 1:23:6. Okay. Ist jetzt 1,5 Sekunden langsamer als Pave da auf den Mediums. Aber mit H1:23:6 ist okay. Ich denke, da kann er zufrieden sein. So, Tobi. Wenn sich da Schwarz-Gelb eingereiht hat mit 1:22:4, reiht sich Tobi auch mit 1:22:4 ein. Schwarz-Gelb dritter, Tobi vierter. Dann haben wir noch den Falkberg, der hier auf einer schnellen Runde ist. Und das macht er mit 1:23:4 auf dem siebten.
So, Camo ist natürlich schneller unterwegs hier jetzt. France fährt wieder mit den Softs raus. Stappen, Mediums. Camo, das sieht relativ fix aus. Könnte weit nach vorne gehen. 1:21.9. Neue schnellste Zeit. Camo mit den Mediums, 2 Runden alt. Verstappen direkt vor Fons. Fons auf den Softs. Ist aber wieder in die Box gefahren. Er hat Abstand gelassen. Marvin ist der Session wieder beigetreten. 7 Minuten 15 hat er dann noch. Und Timmy ist raus. Timmy ist raus, das heißt, eventuell werden wir noch 9 Fahrer haben. Mal schauen. Wir werden es sehen. Wir haben hier noch 5 Fahrer, die noch eine Zeit setzen müssen. Und dann müssen wir mal schauen, wer wo steht. Schade für Timmy. War gar nicht so schlecht jetzt damit unterwegs mit den Mediums mit 1:23.0. Hätte vielleicht sogar reichen können am Ende. Und Verstappen hier mit einem groben Fehler auch Ende der S's. Also da haben viele Fahrer Probleme. Stelle ich bis jetzt mal einfach mal so fest. In diesen S's. Und Vettel hat das ja schon verlassen. Uiuiui, da war aber gerade ein Mega-Bug bei Verstappen. Oder Mega-Leck. Und Verstappen jetzt hier mit einer 1:22.2 auf dem dritten. Und Force 1:21.3 setzt sich da auf den ersten Platz. Ja, mit den Softs. Der erste, der sich hier mit den Softs qualifiziert hat. Zurzeit für Q3. Und Neon wäre jetzt raus, aber wie gesagt, der ist die Zeit auf den harten gefahren. Und Nico und Pizzawolf sind draußen. Ich aber gerade nicht. Ich glaube, der Pizzawolf dürfte als erstes seine Runde beginnen. Marvin ist jetzt auch rausgefahren. Das heißt, die letzten drei, die noch keine Zeit haben, sind jetzt rausgefahren. Pizzawolf da auf den Softs. Marvin und Nico auf den Mediums. Bisher haben wir auch nur eine Softzeit und sonst alles Mediumzeiten in Q3. Oder für Q3. Und muss sagen, wir sind auch mal nicht hasse diese Kurve. Waren es die S's? Also diese Links-Rechts-Kombination. Also das ist auch, wie gesagt, da fliege ich eigentlich auch mal raus, wenn es die ist. Wenn ich irgendwo hier rausfliege, dann irgendwie da. So, Neon ist jetzt auch nochmal rausgefahren. Das heißt, die 4 Fahrer, die zurzeit raus werden, sind jetzt gerade auf der Strecke bei 4,5 Minuten noch zu gehen. Wir schauen mal, was der Pizzawolf uns hier gleich anbietet mit den Softs. Also 1:23 sollte er da schon mindestens fahren, wenn nicht sogar 1:22 eine niedrige. Damit er hier die Chance hat, aufs Weiterkommen. Biegt jetzt hier die letzten beiden Kurven ein. Wird es dann gleich seine Zeit geben. Bin gespannt. Nein, er fährt in die Box. Er fährt in die Box. Hat jetzt aber noch knapp 4 Minuten, also das könnte er noch schaffen, jetzt schnell wechseln und wieder raus. Wird aber eng. Der muss da sitzen, der Run. Und Vettel ist wieder beigetreten. Nico jetzt hier mit den Mediums auch auf seiner schnellen Runde. Leon ist jetzt auch gerade auf sie raufgegangen. Gerade über Station gekommen. Gelb ist es hart dadurch. Ja, kommt drauf an. Also wie gesagt, in dem Teil finde ich es jetzt gar nicht mehr so schwierig, wie ich noch im 18er fand. Deshalb, ja.
So, Nico kommt jetzt über die Linie mit einer 1. 21,9 ist damit hinter Fons und vor Camo ganz knapp auf P2. Jetzt haben wir noch den guten Marvin mit den Mediums. Da er eben schon deutlich schneller war als Nico und Pave, ist jetzt einfach mal eine 1,21,45 in den Raum werfen von Marvin hier auf den Mediums. Aber schauen wir mal. Es wird eine 1,21,6, ist damit 13 hinter seinen Teamkollegen auf P2. Wäre zurzeit auch weiter. Totti ist rausgefahren und habe ich gerade nicht gesehen, denn Neon ist raus. Neon ist raus, das ist schon eine Überraschung. Hier in Q2. Das heißt, zwei Fahrer sind sicher raus. Die Frage ist, wer wird sich noch dazu gesellen? Sind es drei oder nur noch zwei Fahrer? Die 1,23,0 von Tim muss dann noch geschlagen werden. Und Tobi, ja, der ist aber rausgefahren auf seinen Mediums. Dem war das nicht ganz so geheuer. Aber wir haben halt noch den Pizzawolf, der hier zurzeit draußen wäre und noch keine Zeit hat. 2 Minuten haben wir noch. Und für die beiden hier wird's eng. Aber wie gesagt, manchmal muss man nicht auf Biegen und Brechen versuchen weiterzukommen. Mit frischen Reifen ist manchmal besser. So, Tobi geht auf seine schnelle Runde mit dem eine Runden alten Mediums und Schwarz-Gelb ist auch noch ausgefahren. Okay. Also eigentlich hätte er sich jetzt keine Sorgen machen müssen, so, weil Totti und Falkbeck nicht rausgefahren sind. Er könnte jetzt quasi eigentlich wieder reinfahren. Denn selbst wenn Pizzawolf jetzt da eine schnellere Zeit fährt als Schwarz-Gelb, rutscht nur der Timmy raus. Deshalb sind eigentlich alle, die jetzt in den Top 10 sind, sicher weiter. Wie gesagt, nur noch der Timmy, der sowieso schon raus ist, kann hier noch rausrutschen. Somit, grober Fehler da von Tobi, da wollte er zu viel, ist gegen die Bande gefahren. Das war's mit seiner Runde. Das heißt, er kann auch sich nicht mehr verbessern. Frage ist, kann Pizzawolf sich verbessern? Hier auf den Softs unterwegs. Kriegt er die Assists gut, diese Links-Rechts-Kombination? Wie gesagt, er musste 1,23,0 schlagen, am besten 1,22 fahren. Was da am Ende hinter der 1,22 steht, ist egal. Damit wäre er dann in Q3. Bisher sieht es relativ gut aus, dass er das packt. Also der Zwischenstand sieht nicht so schlecht aus. Also es könnte eine 1,22 werden und es wird eine 2,21. 8, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, und ist damit Dritter. Und hat den Timmy da noch komplett rausgehauen. Das heißt, wir haben 10 Fahrer in Q3. Und 4 Fahrer, von denen wir uns verabschieden müssen. Es ist der Timmy, der sich leider irgendwo zerlegt hat. Es ist der Neon, der sich auch leider irgendwo zerlegt hat. Keine Zeit mehr mit den Mediums fahren konnte. Und der Totti und Falkberg sind nicht mehr rausgefahren. Wollten nicht mehr rausfahren, sind auch somit raus, dürfen sich das Ganze von außen anschauen. Und wir haben 10 Fahrer, die hier um die Pole kämpfen. Der Fons, Marvin, Pizzawolf, Nico, Camo, Pave, Verstappen, Black Panther, Schwarz-Gelb und Tobi. Und 2 Fahrer mit den Softs, der Rest mit den Mediums in den Top 10. Wird beim Start auch interessant. So, Q3. Die Spannung steigt. Wer holt sich die Pole hier in Australien? Australien, Oz. Der Zauberer von Oz.
Ja. Oh, der Camo ist schon rausgefahren. Ui. Dann schauen wir den natürlich zu hier. Und wir haben wieder eine Top-Einstellung hier von Codemasters. Die Kameraführung ist 1A. Verdient auf jeden Fall einen Grammy. War es ein Grammy? Nee. Oder? Doch, ne? Ist doch hier diese komische Figur, die Arme so nach oben hält da. Oder wie sie da heißt. Heißt sie so? Ich weiß es nicht. Heißt sie so? Heißt das denn Grammy? Und Pave hat die Session verlassen. Was ist denn hier nur los? Marvin ist beigetreten, Pave hat sie verlassen. Das ist, läuft schon wieder hier, auf jeden Fall. Also, kann sein, dass es bei Xbox noch Probleme gibt mit Xbox Live. Ich weiß es nicht genau. Also, das ist schon wieder mysterious. Das Ganze. Und ich hoffe, der Pave kommt natürlich wieder rein. Marvin sagt zum zweiten Mal kein Motorsound gehabt. Ja, das ist echt ätzend. Ohne Motorsound eine schnelle Runde zu fahren ist. Abfuck as hell. Der Pave ist wieder beigetreten. Camo geht jetzt hier auf seine schnelle Runde. Den gucken wir natürlich zu. Ob er hier heute wieder eine Überraschung bringen kann. Vettel hat die Session verlassen. Und da war sie wohl schon ungültig. Das heißt, wir schauen dem Verstappen zu. Der hier eventuell gültig und schnell unterwegs ist. Rasen, das hat viel Zeit gekostet. Also er ist noch schnell unterwegs, aber ich vermute, das wird eine Menge Zeit gekostet haben. Uiuiui. Also. Uiuiuiui. Puh. Im Peak, Moment, ein bisschen gehen raus, genauso wie bei Marvin, nochmal. Das Spiel ist wieder abgestürzt. Alter, das ist ja wieder richtig super, dass das Spiel wieder so stabil läuft. Verstappen ist ja auf jeden Fall auch schnell unterwegs. Der beendet die Runde auf jeden Fall schnell. Also, sie scheint gültig zu sein. Das war ja. Boah, Schmerz in den Ohren. 1:21,5, sie ist gültig. Das ist damit natürlich erstmal die schnellste Zeit. Aber jetzt kommt Tobi. Der hier langsamer unterwegs ist. Das sind 1:23,2. Ist damit erstmal Zweiter. Schauen wir mal, der Fonds ist im dritten Sektor. Bleiben wir mal kurz drauf. Ich wüsste nicht, da war aber jemand. Vor ist der Black Panther. Dann wechseln wir natürlich. So, Nico 1:24,4,9,0 ist damit neue schnellste Zeit. Black Panther 1:21,1. Auf dem zweiten. Fonds kommt jetzt mit 1:21,3 auf dem dritten. Jetzt haben wir hier noch den Camo im zweiten, Schwarz-Gelb im ersten und Pizza-Wolf, der jetzt über die Linie kommt. Mit einer 1:22,3 ist damit erstmal Fünfter. Der Camo wird als nächstes kommen. Nachdem seine erste Runde ungültig war. Ah, Nico da schon mit 6 Zehntel Abstand auf Black Panther. Natürlich auch auf den Rest des Feldes einen großen Abstand. Ich weiß nicht, ob die so viel Zeit da noch rausholen können. Camo fährt jetzt an die Box. Das heißt, wir schauen auf Schwarz-Gelb. Der hier, glaube ich, auf seinen Teamkollegen aufläuft. Ja. Der läuft hier gerade auf Black Panther auf. Aber der wird wohl gleich in die Box fahren. Pave jetzt auch auf der schnellen Runde.
Schauen. Ja, Schwarz-Gelb ist aber langsam unterwegs. Fährt jetzt auch in die Box. Marvin ist schnell unterwegs. Fährt aber auch an die Box. Also 6 Minuten 20 haben wir noch. Die fahren alle wieder in die Box. Sind eine Runde gefahren, alle wieder in die Box gefahren. Camo eine Runde in die Box gefahren. Pave. Was wird Pave machen? So, Pizza Wolf geht jetzt auch nochmal auf eine schnelle Runde. Ne, er war immer noch. Fährt jetzt auch in die Box. So, Pave der Einzige auf der Strecke hier. Alle anderen in der Box. So, Marvin, Schwarz-Gelb, Camo scheinen hier nochmal alles auf den letzten Versuch zu setzen. Während die anderen da ja natürlich schon eine Zeit haben. Bis auf Pave, der jetzt hier gerade noch unterwegs ist. Und gespannt sind, ob er reinfährt oder die Runde zu Ende fährt. Wenn ja, kann er die Zeit von Nico da schlagen. Das sieht nicht so schlecht aus. Es wird eine 1:20.7 knapp, relativ knapp dahinter Nico auf P2 gelandet. So, Camo ist jetzt nochmal rausgefahren. 5 Minuten 10 Sekunden haben wir noch. Also ich denke mal so bei 4 Minuten werden... Na, spätestens bei 3 Minuten denke ich mal werden die meisten auf der Strecke sein. Und der Rest so bei 2 Minuten kommen oder so. Schätze jetzt einfach mal. Marvin natürlich jetzt auch nochmal rausgefahren. Muss, wenn er sich die Pole holen will. Aus Gelb noch an der Box. Pave könnte jetzt natürlich auch nochmal reinfahren, wechseln und wieder rausfahren. Was er machen müsste, wenn er die Pole haben will. Ansonsten wird er da vielleicht sogar noch auf P3 zurückgestuft, wenn Marvin da gleich eventuell noch kommt und dann noch was hinzaubert. Bei Marvin, wie gesagt, ist auf jeden Fall die größte Überraschung hier der neuen Fahrer in diesem Jahr. Von Anfang an konnte er da vorne mitfahren und ja, teilweise pulverisiert er einfach nochmal die Bestzeiten da von Nico oder Pave gesetzt. Einfach ins Nirvana und setzt einfach nochmal so einen drauf. Aber wie gesagt, Qualifying, eine schnelle Zeit, ist halt nicht alles. Hier kriegt man keine Punkte. So, Camo kommt jetzt. Auch schnell unterwegs. 1:20.8 knapp hinter Pave. Ganz knapp. Auf dem dritten zurzeit. So, Marvin. Marvin noch keine Zeit. Schwarz-Gelb noch keine Zeit. Beide draußen. Beide auf ihrer schnellen Runde. So wie Tobi, der sich gerade verbessert hat auf eine 1:21.196 und ist damit erstmal Fünfter. So, wo geht Marvin denn? Ui. Ui. Ui! What the fuck? Ich hab's gerade noch gesagt, der pulverisiert einfach nochmal Bestzeiten hier von Nico oder Pave. Ist einfach mal fucking 5 Zehntel schneller als Nico. Knackt hier die 1:20, fährt eine 1:19.982. Der Typ ist einfach unglaublich. Tut mir leid, dass ich da gerade so. Und jetzt habe ich fast Schwarz-Gelb verpasst. 1:21.2 für ihn, ist damit Siebter zurzeit. Der Typ ist einfach unfucking fassbar. Oh mein fucking Gott.
So 1,30, jetzt sind alle auf der Strecke. Wobei ein Camo, ein Tobi, ein Schwarz-Gelb vielleicht nicht mehr ganz so viel ausrichten können. Also wir würden es vielleicht noch schaffen, einmal rum und dann nochmal eine schnelle Runde zu fahren, aber es wird eng. Und schwierig mit angefahrenen Reifen. Oder Reifen, die schon halt eine Runde jetzt gefahren wurden. Aber ihr könnt das ein bisschen vorfestappen, deswegen bleiben wir mal bei Penta drauf. 1,19,9, Jungs, ey, das ist, pah. Unfucking fassbar, ich weiß gar, Alter. Pff. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und Penta ist hier nochmal schneller unterwegs. Als seine alte Zeit, und dann dreht er sich und ist raus. Black Panther raus. Ungünstige Stelle jetzt natürlich auch für andere Fahrer, die da jetzt noch vorbeikommen. Wir schauen das mal onboard. Wo steht er da? Ja, war schon nicht gerade günstig. So, vor Verstappen ist jetzt Nico. Der geht da schön aus dem Weg. Und vor dem war noch Pave, der auf der Outlap ist. Aber Force hat auch die Session aufgegeben. Ist er da eventuell in den Black Panther reingefahren? Weiß das jetzt gar nicht. So, Verstappen jetzt hier. Schafft es sich zu verbessern? Wenn ja, wo bleibt die Uhr stehen? Es wird 1,21,4. Er hat sich verbessert, aber von der Position her bleibt er auf der 9. Und Pizzawolf im zweiten Sektor. Was machen Pave und Nico? Die sind beide im ersten Sektor. Das heißt, wir gucken den guten Pizzawolf zu. So, Marvin kann nicht mehr. Genauso wie Tobi und Schwarz-Gelb. Und Verstappen hat die Session aufgegeben. Was ist denn jetzt hier los? Gehen die Leute einfach nur raus? Das kann natürlich möglich sein, denn wie gesagt, mit abgenutzten Reifen ist es halt schon schwieriger, jetzt hier dann auch eine Verbesserung hinzulegen. Zumal das ERS wahrscheinlich auch erschöpft sein wird nach einer Runde, wo man dann eine Ausruhrunde machen muss. So, Pizzawolf. Okamo hat sich da nochmal zwischen Pave und Nico geschoben mit der 1,20,6, sehe ich gerade. Mit seiner letzten Runde. Und Pizzawolf verbessert sich 1,21,7,7,8. Es reicht aber nicht, um sich positionell nach vorne zu schieben. Er bleibt 10. Startet hier auch vom P10. Das heißt, ab Platz 5 steht fest: Black Panther, Tobi, Schwarz-Gelb, France, Verstappen, Pizzawolf. Vorne ist noch ungeklärt. Marvin zurzeit auf 1. Dann Nico, dann Camo und dann Pave. Frage ist: Wo bleibt die Uhr für Pave stehen? Auch stark unterwegs, Pave. Wo bleibt die Uhr stehen? Es sind 1,20,3. Ist damit erstmal 2. Nico kommt jetzt über die Linie mit 1,20,3. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Bleibt aber hinter Pave. Pave auf P2. Marvin holt hier die Pole mit einer unglaublichen 1,19,87. Wenn ich das jetzt gerade richtig noch drauf habe. Ich muss jetzt mal... Nee, 8,2. Unglaublich. Pave und Nico. 13. beziehungsweise 14. dahinter. Aber ganz dicht beieinander. Das sind nur 1/1200. Aber Marvin, Digga, das Brain AFK, Digga, ganz ehrlich. Also, das fickt mein Brain, ey. 1,20,9, Junge, wo lebst du? Oh, fuck you, echt. 1,19,9, alter Schwede, ich werde bekloppt. Und ich weiß leider noch nicht, wann es weitergeht. Vielleicht erfahren wir das gleich noch. Denn ich würde schon gerne nochmal in den Rauchen gehen jetzt so. Es war jetzt doch wieder sehr spannend. Aber das ist eine 1,19. Also wie gesagt, da habe ich eigentlich auch schon da nicht mehr mit gerechnet, dass sie vielleicht jemand schlagen könnte. Also das war ja schon eine Fabelzeit. So, wann geht's weiter? 21:10 ist der Start, das heißt 5 Minuten. Ich gehe schnell eine rauchen, das dauert nicht lange. Kann sein, dass die Aufwärmrunde vielleicht zur Hälfte nicht von mir kommentiert wird, aber wie gesagt, ich beeile mich und dann bin ich sofort da.
So, da bin ich wieder. Und ich glaube, das sind ein paar weniger Fahrer geworden hier. Nur noch 15. Also drei Fahrer sind irgendwie nicht mehr da. Das ist, glaube ich, der Vettel. Wenn ich das richtig sehe. Der. Oh Gott. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel denn da noch? Habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt, wer da jetzt alles fehlt. Also ich habe es jetzt leider nicht gemerkt, wer da fehlt jetzt alles, aber auf jeden Fall der Vettel fehlt. Nichtsdestotrotz geht es jetzt hier los. Und ja. Wir schauen mal kurz auf die Reifen. Und wir sehen hinten Timmy, Totti, Bullet Dude und Domi haben die Softs gewählt, während Falkberg und Neon da auf den Mediums losfahren. Und der Force ist nicht dabei. Sehe ich auch gerade, der ist wohl auch rausgeflogen. Aber bitter natürlich für die Fahrer, die jetzt rausgeflogen sind und nicht mitfahren können. Das ist echt bitter. Aber leider, wie gesagt, durch das System hier von Codemasters jetzt im 19er Teil, wo man leider keine Online-Meisterschaft mehr spielen kann, was das Ganze dann zwischenspeichert, was definitiv viel geiler war. Ich weiß auch nicht, was der Schwachsinn von Codemasters soll. Boah, Ping, ich weiß nicht, wo die den aufgegabelt haben. Der Typ ist echt unfucking fassbar. 1.19.9 hier zu fahren im Qualifying, einfach mal 4 Zehntel schneller als die nächsten, Pave und Nico. Und wir gehen schnell nochmal die Startaufstellung durch. Marvin auf 1 hier von der Pole. Lenta, Pave, Nico, Camo auf 4, Black Panther auf 5, Tobi auf 6, Schwarz-Gelb 7. Verstappen startet dann von 8 in Anführungsstrichen. Startet hier aber von 9, dann auf 10, Pizzawolf, 11, Timmy. 12 Totti, 13 Falkenberg, Neon auf 14, 15 Bullet Dude und 18 ist Domi. Und ich sehe gerade, das müsste noch der Birdie sein, der nicht dabei ist. Das heißt, Birdie, Vettel und Fons sind hier rausgeflogen aus der Session. Nicht rechtzeitig wieder da gewesen, weshalb sie jetzt nicht fahren können. Bitter und schade für die Jungs auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz fahren die letzten Fahrer jetzt hier in die Startaufstellung und deshalb startet hier gleich der große Preis von Australien. Das fünfte Saisonrennen der UFL startet genau jetzt und der Start ist pünktlich. Marvin gut weggekommen und Pave dann nicht so gut weggekommen. Nico kann da gleich schon angreifen. Ja, kann diesen Platz aber verteidigen. Camo will auch angreifen. Dahinter kommt Black Panther schon. Pizza Wolf hat da oben hier gerade. Ich habe den Links hier an. Pizza Wolf hat da ein bisschen verloren. Und wieder gut gemacht. Sieht hier an Schwarz-Gelb vorbei. Und, ja. Marvin, Pave, Nico, Camo, die sind alle gleich. Black Panther muss den Platz abgeben an Tobi. Und hat direkt hinter sich im Nacken schon den Pizzawolf. Und wir natürlich wieder auf die Reifen gucken hier. Alle kamen gut um die erste Kurve rum. Es gab keinen Unfall, keinen groben Unfall, wo jemand rausgeflogen ist, sich abgeschossen hat oder sonstiges. Und stand da gerade ein Verstappen ein wenig quer. Ich glaube schon, er ist da ziemlich schlecht rausgekommen. Alles hier noch sehr dicht beieinander. Hier die erste schwierige Stelle für den Fahrer zu meistern. Ich glaube, Domi doch da hinten hat einen Flügelschaden, ja. Doch, der hat einen Flügelschaden davon getragen. Fällt ja ein wenig zurück. So, Neon ist ja an Timmy dran. Wenn vorne alles erstmal so bleibt, so Force hat die Session wieder verlassen. Klar, wie gesagt, fährt er nicht mit. Leider. Und die schnellste Runde warten wir jetzt mal nicht. Das war die erste Runde und hinten gibt es die Attacke von Bullet Dude gegen Neon. Und
Bullet Dude daneben. Neon, und da fliegt ein Verstappen ab und da müssen die Fahrer aufpassen. Uiuiui. Verstappen nach der ersten Kurve kommt auf den Curb, rutscht weg, links in die Mauer rein. Und die Fahrer dahinter mussten ziemlich aufpassen. Und dadurch hat Neon jetzt natürlich eine große Lücke nach vorne. Hilft ihm natürlich nicht unbedingt, denn gleich in der nächsten Runde wird das DRS aktiviert. Muss er natürlich gucken, dass er wieder an den Timmy rankommt. Und ui, da hat Neon gerade ein Problem gehabt, ist dann gleich weggerutscht und das hat Bullet Dude sofort ausgenutzt und ist an Neon vorbei. Hat sich aber wieder gefangen, kann hier zwischen Falkberg und Bullet Dude bleiben. Vorne Pizza Wolf, immer noch dran an Black Panther. Und dahinter ist ein Totti dran an Schwarz-Gelb. Ah, das sind die Softfahrer, die müssen auch gucken, dass sie nach vorne kommen. Und Marvin mittlerweile schon mit 2 Sekunden nach 3 Runden auf Pave. Der ist aktiviert, 1:25.0 war das gerade von Marvin. Und nach 3 Runden haben wir schon den ersten Ausfall mit Verstappen. Domi jetzt an der Box. Von Flügelwechsel. Der war wohl komplett hinüber. Da vorne haben wir schon die ersten größeren Lücken auf jeden Fall. Da wurden wohl schon die ersten Fehler gemacht. Und Pizza Wolf hier im Sandwich von Mercedes. Leon konnte eine Lücke schaffen zwischen sich und Falkberg, aber auch gleichzeitig am Bullet Dude dranbleiben. Wenn wir hier eine große Gruppe haben, die von Platz 5 bis zu Platz 12 reicht, alle innerhalb des 1-Sekunden-Fensters hier. Ah, okay, da hat Bullet Dude gerade einen Fehler gemacht, der ist gerade rausgerutscht, also noch bis Platz 10, aber es sind trotzdem einige Fahrer hier gerade dabei, die eng beieinander sind. Ich glaube, da könnte gleich die Attacke von Timmy kommen. Nee, da ist er doch nicht wieder so gut rausgekommen. Da die natürlich alle hier DS haben, ist es natürlich auch schwierig vorbeizukommen am Vordermann. Denn alle haben DS, alle können Flügel aufmachen. Also auf Tobi. Aber der kann sich hier noch gut wehren. Neon hier noch dran an Bullet Dude. Könnte da eventuell sogar schon gleich die Attacke dann kommen. Man muss halt dranbleiben. Bullet Dude hat zurzeit kein DRS. Was gäbe jetzt mit der Attacke? Nein, zieht er doch wieder zurück. Natürlich jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit verloren. Tobi greift da Black Panther an. Oder Black Panther den Tobi. Besser so rum. Aber Tobi kann da noch vorne bleiben, ja. Konnte er verteidigen. Aber jetzt dürfte die Attacke von Black Panther da kommen. Aus dem Windschatten raus mit DRS. Schafft er es vorbei? Nein, er schafft es nicht. Jetzt aber die zweite DRS-Zone. Kommt er jetzt vorbei? Ja, lassen sich da genug Platz. Da will Pizza Wolf der Nutznießer sein. Es reicht aber nicht. Weder für Black Panther noch für Pizza Wolf. Dadurch kommen die hinten natürlich wieder ran. Pizza Wolf schnuppert jetzt gerade mal im Getriebe von Black Panther. Und sagt, pass auf Junge, wenn du einen Fehler machst, ich bin auch dann vorbei. Hinten Bullet Dude gegen Timmy. Auch dicht.
Da hat er sich die Timmy geholt. Und direkt dahinter ist Neon. Vorne Schwarz-Gelb gegen Pizzawolf. Also hier ist einiges los. Nico hier gegen Pave war auch ganz dicht dran. Der gute Nico. 3,3, 3,4 Sekunden haben sie mit Laufweite auf Marvin. Und da gibt's doppelt über Ulmanöver. Schwarz-Gelb hat sich da gedreht. Ah, das ist bitter. Für Schwarz-Gelb und Mercedes hier. Gut dabei, hat sich da gedreht. Und während das passiert ist, gab es hier wieder den Angriff von Nico gegen Pave. Pave kann es aber noch verteidigen. Und von hinten kommt da schon der Camo an. So, Nico jetzt mit der nächsten Attacke. Wieder nicht, hat es über außen versucht. Kann jetzt hier innen rein, hat jetzt natürlich die Außenbahn. Pave da innen. Ja, macht Pave gut, kann er verteidigen. Aber Camo kommt jetzt von hinten. Jetzt muss Nico natürlich aufpassen. Muss er nicht nur nach vorne gucken, sondern auch nach hinten. Camo gefällt mir sehr gut. Liefert hier richtig starke Rennen ab. Ah, Nico hier dran an Pave, setzt sich daneben. Aber es reicht halt noch nicht. Und ui, da gab es einen ganz kleinen Fehler von Nico gerade. Da muss er wohl korrigieren. Muss er natürlich aufpassen, denn hinter ihm ist Camo. Beide jetzt mit dem Flügel. Nico jetzt hier mit der nächsten Attacke. Nee, versucht er nicht. Aber jetzt gibt es halt nochmal die zweite Möglichkeit. Ah, da kam Nico nicht gut raus. Camo versucht sich daneben zu setzen, es reicht nicht. Und Bullet Dude hier gegen Pizzawolf. Bullet Dude hat sich den Pizzawolf geschnappt und ist jetzt auf Platz 7. Neon auch schon in den Punkten, ist auf P9. Hat aber immer noch Timmy im Rücken. Wenn Schwarz-Gelb schon in der Box war und sich die Harten geholt hat, könnte natürlich durchfahren. Und so wie Doni auch. Dann haben wir noch eine schöne Vierergruppe, dann haben wir noch Tobi gegen Black Panther und vorne in der Dreiergruppe Faithy, so ein Camo. Marvin mittlerweile mit 6 Sekunden Abstand nach 7 Runden. Also anscheinend liegt ihm die Strecke richtig gut. Dann, ich glaube, so einen Abstand hatten wir bisher noch nicht in den ersten Runden. Zwischen dem ersten und dem zweiten. Und hier hinten haben wir Pizzawolf dran an Bullet Dude. Lässt sich da nicht abschütteln. Aber erstmal der Zweikampf hier. Vorne. Nee, und da geht Bullet Dude an. Weil, nee, Pizzawolf hat da Plätze verloren, weil der sich wahrscheinlich irgendwie gedreht hat, einen Fehler gemacht hat. Und Neon Force, der Nutznießer, an beiden vorbei. Ist jetzt auf P7. Vor Bullet Dude und Pizzawolf und Black Panther hier gegen Tobi ist wieder vorbei. Jetzt wieder auf P5. Und Nico hat da schon eine kleinere Lücke jetzt auf Pave. Ist noch im DRS-Fenster, aber Camo ist dran an Nico. Das ist natürlich eine schwierige Situation jetzt für Nico. Nach hinten verteidigen und nach vorne vielleicht angreifen. Kann aufs DRS, wollte ich gerade sagen, aufs ERS gehen. Man muss jetzt gucken, dass er einen vernünftigen Mittelweg wählt oder seine Strategie vielleicht sogar ändert, da er vorne an Pave nicht vorbeikommt und hinten Camo drückt. Vielleicht die Strategie anpassen und einen Undercut versuchen. Im richtigen Moment, und Black Panther hat sich gedreht. Schwarzer Tag hier für Mercedes. Der nächste, der sich hier vom Team Mercedes gedreht hat, verliert hier Platz um Platz, rutscht sogar aus den Punkten raus, muss jetzt an die Box fahren. Damit wird er nicht weiterfahren können.
Bitter, bitter für Mercedes hier. Beide Fahrer mit einem Dreher, mit einem Frontflügelschaden. Und Bulletus ist auch an die Box gefahren. Der erste auf dem Soft, der hier wechselt. Schauen wir gleich mal, worauf er wechselt. Hier vorne haben wir immer noch den Dreikampf. Der Black Panther geht auf die harten, na klar. Könnte jetzt rein theoretisch durchfahren. Bulletude auf die Mediums. Domi hat die Session aufgegeben. Domi ist auch raus. Das heißt, wir haben noch 13 Fahrer hier im Rennen. Und Totti hat sich auch noch den Black Panther geschafft. Das heißt, Mercedes gerade auf 12 und 13. Puh. Da ist schon eine bittere Pille für Mercedes, definitiv. Also der Tag heute ist, glaube ich, zum Vergessen für Black Panther und Schwarz-Gelb. Und Falk Berg jagt die beiden Toro Rossos hier durch Australien. Timmy und Pizzawolf. Und Timmy jetzt da gerade wieder mit dem Fehler. Pizzawolf fährt an die Box. Ja, einer von beiden muss. Einer muss noch draußen bleiben. Weil Timmy sich da eben nicht entschieden hat. Wird dir vielleicht jetzt der gute Falk Berg vorbeigehen an den Timmy? Ja, schafft er auch. Ist jetzt siebter vor Timmy. Der wahrscheinlich jetzt Probleme langsam kriegen wird mit seinen Reifen eventuell. Und Camo vorne immer noch an Nico dran. Kommt da auch nicht vorbei. Also wie gesagt, vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Bei noch knapp 20 Runden hier. Es würde gehen mit den Harten. Und sie kommen halt nicht vorbei. Das ist ihr größtes Manko gerade. Deshalb es vielleicht Sinn machen würde, da sogar früher zu stoppen. So, Timmy muss abreißen lassen aus dem DS-Fenster raus von Falk Berg. Klar, neun Runden alte Softs sind nicht mehr so geil. Und Nico kann sich da wieder ran an Pave kämpfen. Und da gibt es die Berührung zwischen Nico und Pave. Nico mit keinem Flügelschaden. Pave hat sich nicht gedreht. Da hat Nico ein bisschen Glück gehabt. So, jetzt kommt hier Camo. Pave bleibt noch vor Nico. Jetzt gibt es den zweiten Versuch. Beide wieder mit DRS. Jetzt muss Camo natürlich aufpassen in den Slipstream. Dass er da nicht auszusehen auch reinrutscht, mal so wie Nico eben. Der da wahrscheinlich auch durch den Slipstream nicht richtig bremsen konnte. Und Black Panther hat die Session verlassen. Ah, das ist bitter. Camo versucht hier alles. So, Totti überholt jetzt wieder Black Panther. Zumindest die KI. Und wir haben hier vorne eigentlich noch den Kampf, denn wie gesagt, Schwarz-Gelb gegen Black Panther ist kein Kampf. Timmy ist jetzt an der Box, holt sich die Mediums. Fällt auf den 13 zurück. Black Panther ist wieder da. Gerade zur rechten Zeit, denn jetzt kommt gleich Timmy nämlich von hinten. Mit den Mediums. Und hier das Dreiergespann. 8 Sekunden hat Marvin Vorsprung vor diesen Dreien. Domi hat die Session verlassen. Und Nico entscheidet sich jetzt an die Box zu gehen. Vielleicht die richtige Entscheidung. Setzt jetzt natürlich auch Pave und Camo da ein bisschen mit unter Druck. Nico mit einer 5 Sekunden Zeitstrafe rasen in der Boxengasse. Der Junge versaut sich auch teilweise immer selber, muss man einfach mal so sagen, durch seine Zeitstrafen da auch. Wechselt auf die harten, könnte jetzt natürlich durchfahren, aber wie gesagt, die 5 Sekunden werden ihn eventuell am Ende wieder das Genick brechen. Und Outlaw ist mit am Start hier im Stream. Moin Moin, Grüße gehen raus. Und wie gesagt, es wird eventuell Nico wieder das Genick brechen, dass er da wieder Plätze abgeben muss. Eieieiei. Also damit haben wir hier noch einen
spannenden Kampf zurzeit. Das ist Carmo gegen Pave. Aber wir können natürlich auch mal vorne auf den guten Marvin gucken, ob der jetzt eventuell an die Box fährt und auch darauf reagiert, was Nico gemacht hat. Wird hier vielleicht ein bisschen beraten von seinem Teamkollegen, der leider nicht mitfahren konnte. Nein, er bleibt draußen. So, Pave und Carmo bleiben auch draußen. Hat da Nico eventuell doch einen Flügelschaden gehabt? Glaube ich nicht. So, Pizzawolf, 3 Sekunden Zeitstrafe, mehrere Verwarnung. Tobi an der Box. Neon jetzt zur Zeit auf 4. Tobi wechselt auf die Harten. Und da haben wir einen Nico gegen einen Falkberg. Das Duell entscheidet Nico klar für sich. Eine Runde alte harte Reifen gegen 12 Runde alte Mediums. Kein Problem für Nico. So, Bullet gegen Pizzawolf. Will er sich reinbremsen? Er will sich reinbremsen. Und ja, könnte jetzt wieder mit DS antworten und das macht er auch und wird jetzt hier wohl am Pizzawolf vorbeiziehen. Und Pave kriegt eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Ui. Ui, da gab es einen kleinen Quersteher hier von Bullet Dude, weil er da zu früh auf dem Gas war. Da hat sich fast weggedreht, konnte es nur abfangen. Dadurch ist Pizzawolf wieder vorbeigerutscht. An Bullet Dude. Marvin mit der 5 Sekunden Zeitstrafe rasen in der Boxengasse. Uiuiui. Pay fährt weiter und Carmo kommt auch in die Box. Bin gleich gespannt, wo Carmo rauskommt. Vor oder hinter Nico? Marvin wird natürlich hier als Zweiter weiterfahren. Neon fährt jetzt auch in die Box. Wo ist Nico? Da ist Nico. Wo ist Carmo? Carmo kann wieder losfahren. Nee, doch. Carmo geht auf die Mediums. Nico vorbei wieder an Carmo. Und Carmo geht auf die Mediums. Das heißt, er wird nochmal an die Box fahren müssen. Uiuiui. Das wirft auf jeden Fall nochmal ein bisschen dann am Schluss was durcheinander hier. Und wir schauen mal. Der Pave wird vermutlich auf P4 fallen. Stand jetzt, weil Falkberg auch noch in die Box muss. Würde ich jetzt einfach mal sagen, der wird so auf Platz 4 zurückfallen. Das heißt, Pave wird der Verlierer hier sein. Eventuell nicht schnell genug reagiert wie Ferrari in echt. So, hier eine Dreiergruppe. Pizzawolf, Bullet Dude und Totti. Und von hinten kommen die beiden Mercedes da angeflogen. Aber wir schauen mal schnell. Pave fährt immer noch nicht an die Box. Will er hier etwa die Medium-Soft-Variante fahren? Es ist möglich, hier die Medium-Soft zu fahren. Aber es reizt die Reifen doch sehr. Und er verliert gerade auf Marvin. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist, die er da fährt. Kann am Ende aufgehen, klar. Aber es wird nicht einfach. Also mit den Softs hat er natürlich dann eine Chance, wieder an Pave, an Marvin ranzufahren. Aber wie gesagt, er verliert halt auch gerade Zeit. Was ihm am Ende, wie gesagt, auch nicht unbedingt helfen wird. Schwarz-Gelb hier an Totti dran. Wird aber nicht reichen. Totti hat da noch das DRS von davor. Und Bullet Dude hier ganz dicht an Pizzawolf dran. Wir schauen mal schnell, wo ist der gute Pave? Der Pave ist jetzt hier wieder bei der Box und er fährt immer noch nicht rein. Wie gesagt, da
lege ich mich jetzt einfach mal drauf fest, der versucht hier die Lilien-Soft-Variante. Und es wird ganz schön haarig, ganz schön eng. Ob er das durchkriegt, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, der muss dafür auf jeden Fall noch ziemlich lange draußen. 1:24.260 von Marvin, hier neue schnellste Zeit. Also er müsste auf jeden Fall noch gut 2-3 Runden draußen bleiben. Strategie richtig aufgeht. Denn wie gesagt, die Softs werden jetzt hier nicht unbedingt irgendwie 12-13 Runden halten. Auf Top-Niveau. Deshalb muss er gucken, dass er mit den Mediums das noch irgendwie 2-3 Runden rumkriegt. Und dann mit den Soft fährt. Aber wie gesagt, er verliert halt Zeit auf Marvin. Das sind 3 Sekunden, die er mittlerweile verloren hat. Und hier bildet sich langsam eine richtig große Gruppe. 5 Fahrer. Pizzawolf, Bulletu, Totti, Schwarz-Gelb und Black Panther. Hier im Kampf um Platz 8. Und hier hinten erstmal Kampf um Platz 11. Und uiuiui, da ist aber Black Panther krass an seinen Teamkollegen vorbeigefahren. Haben jetzt natürlich beide verloren dadurch auf die davor. Und Bullet Dude scheint auch irgendwie Fehler gemacht zu haben. Totti musste da auch jetzt gerade wieder abkürzen. Und Falkbeck ist auch noch auf seinen 15 Runden alten Mediums draußen. Ist zurzeit auf P5. Sehr starkes Rennen da von ihm. Mal schauen. Ja, der hat auch bisher 8 Plätze gut gemacht. Ist hier auch bisher der größte Gewinner. Und noch nicht gestoppt haben halt immer noch Pave und Falkberg. Wir fahren immer noch. Das heißt, wird wohl noch dauern, bis da der erste große Stopp kommt. Denn wie gesagt, die werden hier wohl die Medium-Soft-Variante ausprobieren. Es ist nicht unmöglich, aber wie gesagt, es reizt die Mediums doch sehr aus. Das ist nicht ganz ohne. Und mittlerweile hat er auch nur noch knapp 8,5 Sekunden Vorsprung auf Marvin. Also verliert Runde um Runde da ein gutes Stück auf Marvin. Und Black Panther jetzt hier vorbei an Totti. Und Timmy mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Hier hinten. Das Gelb dran. Timmy kommt auch. Also hier ein Kampf um die Punkte hinten. Auch um den letzten Punkt ist noch gar nichts entschieden. Also wir sind von Platz 8 bis Platz 13. Alle noch in der Lage, sich hier Punkte zu holen. Und nicht so möglich leer auszugehen. Und jetzt ist Pave an der Box. In Runde 17. Knapp Runde 18. Und er nimmt die Softs, so wie ich es mir gedacht habe. Jetzt ist natürlich die Frage, er wird auf jeden Fall hinter Camo rauskommen. Da lege ich mich jetzt einfach mal drauf fest, dass der dahinter rutscht. Der hat so viel Zeit verloren. So, Falkberg bleibt noch draußen. Ja, da rutscht dahinter Nico und Camo. Also er ist bis jetzt der Verlierer der Boxenstops. Hat jetzt einen Gesamtrückstand auf Marvin von 15 Sekunden. Boah, ich weiß nicht, ob er das mit den Softs schafft, da so viel Zeit aufzuholen. Denn wie gesagt, irgendwann werden sie auch auf jeden Fall einbrechen. Frage ist wann. Und vorne aber hier hinten weiter haben wir Black Panther gegen Bullet Dude. Da hat Black Panther gerade Bullet Dude überholt. Versucht jetzt natürlich noch den Pizzawolf sich zu krallen. Schwarz-Gelb jetzt hier mit einer Zeitstrafe. Die auch am Ende wieder einiges durcheinander werden würden. Vorne, wie gesagt, die drei, Marvin, Nico, Pave, haben auf jeden Fall eine. Vielleicht kann der gute Camo da der Nutznießer draus sein. Wenn hinter Bullet Dude gerade der Schwarz-Gelb kleinen Schnitzer da gemacht hat. Ich weiß nicht, war der Camo nicht mit Mediums losgefahren? Und ist wieder auf Mediums gegangen? Ist das vielleicht ein Anzeigefehler? Ich glaube aber nicht. Und Tobi hat sich gerade den Falkberg geholt, der hier auf den 17 Runden alten Mediums noch gut mitfährt. Der hier wohl aber auch auf die Softs gleich bald gehen wird. Vielleicht jetzt sogar schon. Ja, jetzt fährt er rein. Er wird sich wohl auch die Softs holen. Ich gehe ganz stark davon aus. Alles andere macht keinen Sinn. Hier im Kampf um Platz 2. Nico und Camo.
Und Falkberg rutscht jetzt hier hinten in diesen großen Kampf mit rein, wo Totti ja schon mehr oder weniger rausgerutscht ist. Der hat da ganz schön Zeit verloren. Und da kommt jetzt Falkberg raus mit den Softs. Also da könnte noch was gehen auf jeden Fall für Falkberg. Er könnte wieder in die Punkte reinfahren. Und da haben wir Black Panther gegen Pizza Wolf. Black Panther jetzt außen, jetzt hat er aber die Innenseite und ist da vorbei an Pizza Wolf. Ist jetzt siebter. Und Pizza Wolf muss jetzt aufpassen, da kommt Bullet Dude nämlich von hinten. Und Camo mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe, also auch Camo jetzt mit einer Zeitstrafe mindestens. Also die werden dann nochmal einiges durcheinander wirbeln da. So, Pave kommt langsam ran an Nico und Camo. Frage ist halt, ob er die beiden schnell überholen kann dann. Und ob er noch an Marvin ranfahren kann. Vielleicht darauf hofft, dass er mehr Zeitstrafen hat. So, Pizza Wolf jetzt mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Also ich weiß nicht, wo das am Ende enden wird. Pave jetzt mit 1:23.697. Holt sich erstmal jetzt hier, stand jetzt den extra Punkt noch ab. Und ui, Camo hier, ganz dicht dran an Nico gewesen. Oder ist immer noch, aber es hat halt nicht gereicht, um ihn da zu überholen. Da wieder zurückstecken. Also dasselbe Problem, was Camo vor dem Boxenstopp hat, Boxenstops hatte, hat er danach auch. Er kommt nicht vorbei an Nico. Genauso wie Nico an Pay vorbeikam, aber die beiden haben ihn halt überholt durch den früheren Boxenstopp. Aber Marvin kann gerade nicht weiter wegfahren oder will es nicht. Je nachdem, und Pave kommt hier an die beiden ran. Also da ist noch nichts gegessen. Und hier hinten haben wir immer noch die Vierergruppe. Black Panther, Pizza Wolf, Bullet Dude, Schwarz-Gelb. Von Kampf Platz 7 bis Platz 10 hier. Ist noch ein heißer Kampf. Bin gespannt. Der Pizza Wolf müsste dann ein bisschen abreißen lassen gegenüber Black Panther. War wohl ein Fehler drin, eventuell. Hinter Pizza Wolf haben sie gleich DRS, aber Pizza Wolf hat kein so Schwarz-Gelb, dreht sich wieder weg. Selbe Stelle, nee, doch, selbe Stelle wie vorhin. Wieder viel, viel Pech für Schwarz-Gelb. Das war es leider für ihn mit den Punkten. Ich denke, da wird er in den letzten Runden keine Chance mehr drauf haben. Bitter, bitter hier für ihn. Ah, DRS sind schon eine scheiß Stelle. Das heißt, die Hoffnung ruht hier auf Black Panther jetzt in dem Rennen, dass er hier noch den siebten nach Hause fährt, um hier noch gute Punkte mitzunehmen. So, Pave habe ich gar nicht mitbekommen, ist an Camo vorbei. Entschuldigung, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Und Falkberg ist hinten an Timmy dran. Ja, Totti überholt Schwarz-Gelb, weil der in die Box fährt. Hat anscheinend nur noch Mediums. Schade, sonst könnte er natürlich da vorne noch dem Pave da die schnellste Runde klauen. Aber schafft er vielleicht auch auf dem Mediums. Wer weiß. Jetzt hier die Attacke vielleicht von Pave. In der zweiten DRS-Zone jetzt vielleicht ranfahren und in der zweiten den Angriff starten. Reifen sehen auf jeden Fall noch gut aus. Nach 4 Runden. Kommt jetzt der Angriff. Ui, da zieht Nico rüber. Im letzten Moment zieht Nico rüber. Das war aber not amused. Also ich glaube nicht, dass das so geil war gerade von Nico. Sorry, wenn ich das jetzt aber mal so sage. Also sah es für mich auf jeden Fall aus, dass das jetzt nicht gerade das Beste war, was Nico da machen konnte. Also im letzten Moment, also so sah es für mich aus. Im letzten Moment da rüberziehen. Pave natürlich jetzt mit dem Frontflügelschaden. Das wird ihn jetzt wieder nach hinten werfen. Das wird er nicht verteidigen können. Lange zumindest. Eieiei. Also in dieser Saison, die beiden werden, glaube ich, keine Freunde mehr. Es gab in Russland schon eine Situation. Eieiei. Ich glaube, das wird Pave massiv ärgern und er wird auch stinkesauer sein.
Und Camo versucht jetzt der Nutznießer zu sein. Ist jetzt hier vorbei an Nico? Nein, Nico kann da verteidigen. Pave bleibt erstmal vorne. Ja, der wird jetzt den Teufel tun und reinfahren. Und Camo fährt jetzt nochmal rein. Muss er. Wie gesagt, der muss doch stoppen. Der hat jetzt zweimal Mediums gefahren. Was gäbe jetzt mit der Zeitstrafe? Eieiei. Wie gesagt, ich glaube, die beiden werden definitiv keine Folge mehr. So, Camo fällt hier sogar noch hinter Neon zurück. Könnte jetzt natürlich noch die schnellste Runde fahren und sie Pave wieder klauen. Schauen wir mal. Wurde Dude mit der 5 Sekunden Zeitstrafe rasen in der Boxengasse. Eieiei. Und ich glaube, wir haben nur noch vorne hier gerade das Duell. Ah, und Timmy und Falkbeck haben wir auch noch. Kampf um Platz 9. Und Schwarz-Gelb hat aufgegeben. Der ist jetzt auch raus. Das heißt, wir haben noch 12 Fahrer hier. Und da kommt jetzt die Attacke von Nico gegen Pave. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Pave das allzu lange verteidigen kann. Waren beide... Ja, das versucht, kam nicht vorbei. Jetzt wird aber die nächste Attacke folgen. Wie gesagt, Pave ist natürlich jetzt eigentlich im Nachteil. Dadurch, dass ihnen ein Stück vom Frontflügel fehlt, wird er in Kurven nicht mehr so gut fahren können. Timmy hat da irgendwo Fehler drin gehabt. Und Nico versucht hier weiterhin an Pave vorbeizukommen. Wir haben mittlerweile 16,5 Sekunden Rückstand auf Marvin, der das hier locker nach Hause fahren kann, bei noch 5 Runden zu gehen. 6. Und das ist bisher noch der einzig spannende Kampf hier. Tobi zurzeit auf Platz 4, wer hätte es gedacht? Nicht schlecht. Aber da kommen halt von hinten noch Neon und Camo. Wobei Camo die beste Chance hat hier auf P4. Und Nico hier deutlich besser rausgekommen. Jetzt hier neben Pave, aber es reicht noch nicht. Kann jetzt gleich wieder den Flügel aufmachen. Aber es reicht immer noch nicht. Aber Pave wehrt sich hier mit Händen und Füßen. Wie gesagt, ist da ein wenig im Nachteil. Camo hier an. Neon dran. Und zieht vorbei. Ist jetzt Fünfter wieder. So, jetzt wieder Nico. Gegen Pave. 18,5 Sekunden für Marvin. Da gab es wieder eine kleine Berührung. Aber ich denke, Pave hat ihm doch genug Platz gelassen. Also... Es ist auf jeden Fall ein harter Zweikampf zwischen den beiden. Die schenken sich absolut nichts. Aber ich weiß halt nicht, diese Aktion von Nico ist halt so aus meiner Sicht jetzt nicht gerade Gentleman's-like gewesen, da im letzten Moment nochmal rüberzuziehen und ihm die Tür quasi zuzumachen, obwohl er schon weiß, dass er da ist. Oder vielleicht auch nicht, wie gesagt, ist manchmal schwierig zu erkennen mit den Pfeilen. Also ich möchte ihm jetzt nicht sagen, so, dass er es absolut wusste, dass er da ist. So, vielleicht hat er es auch nicht gesehen, dass... überdeckt war vielleicht mit dem HUD. Habe ich auch schon gehabt. Dann sieht man das nicht vernünftig. Ist schwierig zu erkennen. Aber er hätte damit eigentlich auch rechnen können und man kurz vor der Kurve sollte man nicht unbedingt seine Linie wechseln. Ja. Sollte sich denn schon vorher irgendwie festlegen. Seine Linie festlegen da, bevor man in die Kurve reinfährt, damit halt sowas nicht passiert. Jetzt wird Nico gleich wieder angreifen, während wir hinten auf Falkberg gegen Pizzawolf haben. Aber wir gehen natürlich wieder vorne. Hier wird das DS nämlich wieder aktiviert. Wie gesagt, Pave kann das gut verteidigen bisher. Ah, jetzt kommt Pave hier ein bisschen weit raus. Das ist jetzt auf jeden Fall die Chance für Nico und da muss er wieder ein Stück von der Bremse runter. Jetzt der nächste Versuch hier und da gibt es wieder den Stupser von Nico.
Also die fahren hier absolut an Limit. Vorne Marvin, der ist der absolute Nutznießer davon. Mittlerweile schon auf fast 22 Sekunden angestiegen hier, der Vorsprung auf die beiden hier. Dadurch, dass die beiden hier so krass hart fighten um P2, kann Marvin nach vorne gemütlich sein Rennen fahren. Denn die beiden klauen sich hier gerade gegenseitig die Zeit. Und Camo ist an Tobi dran. Der wird hier wohl jetzt auch cashen. Nein, da gibt es eine kleine Berührung wieder. Da gab es noch eine Berührung. Vorne, ich weiß gerade gar nicht, wo ich hinschalten soll. Also hier gibt's spannende Duelle auf jeden Fall. So, jetzt ist Camo hier vorbei. Und Tobi hat jetzt die Innenbahn und ist vorbei. Und hier haben wir immer noch Nico gegen Pave. Kampf um P2. Und hinten haben wir noch Falkberg gegen Pizzawolf. Nico beißt sich gerade ein bisschen die Zähne aus da an Pave. So, jetzt aber. Jetzt kam er eigentlich gut raus, aber Pave kam da ein bisschen besser raus. Und er kommt wieder nicht ran. Es reicht wieder nicht. Ich kann da nur darauf hoffen, dass bei Pave langsam die Reifen einbrechen. Aber sie waren, glaube ich, komplett frisch. Was das für Pave dann doch ein bisschen einfacher macht. So, und hier Falkberg gegen Pizzawolf haben wir noch. Wenn Tobi abreißen lassen muss gegenüber Camo. Wir schalten hier wieder nach vorne. Nico gegen Pave. Jetzt versucht Nico da innen vorbeizugehen. Cuttet die Kurve und dreht sich. Das heißt, Nico wird hier... Uiuiui. Jetzt wird Nico auch noch durchgereicht hier. Tobi kriegt ihn da auch noch. Na, da kann er aber gegenhalten wohl. Nein, kann er nicht. Tobi fährt auch noch vorbei an Nico. Das war der Kampf um P2, würde ich mal behaupten. Jetzt muss Nico natürlich gucken, dass er da irgendwie noch ein bisschen Schadensbegrenzung jetzt rausholt. So, wie gesagt, da der Kurve gekattet, da gab es glaube ich dann sogar noch die Berührung und dann den Dreher von Nico. So, Falkberg hier gegen Pizzawolf. Vielleicht halt für Falkberg auch noch nicht. So, Nico vorbei an Tobi. Nein, es reicht nicht. Tobi wehrt sich da auch hart. Aber fair. Jetzt kommt da noch Neon angeflogen. Der aber kein DS hat. Nico hier neben Tobi. Tobi jetzt aber mit der Innenbahn. Jetzt Nico innen. Uiuiui, lasst euch da Platz, Jungs. So, Camo kommt aber auch an Pave ran. Und Marvin mittlerweile fast eine halbe Minute Vorsprung auf den zweiten. Der hat hier absolut profitiert von dem ganzen Gemengelage zwischen Pave und Nico und Camo zwischendurch. Der hat sich von Anfang an aus allem rausgehalten und konnte vorne wegfahren. Mehr oder weniger. Was sein Boxenstopp nicht, aber... Und in Toxic voll verpennt einzuschalten. Du hast das Beste verpasst. Es waren mega Fights hierbei. Wir sind in der 29. Runde, in der letzten Runde. Marvin fährt sie gerade. Die hier kommen jetzt da gleich hin. Und eins steht fest. Marvin wird hier das Rennen in Australien gewinnen. Und Falk... Berg ist da nochmal dicht dran gewesen am Pizzawolf. War nicht gereicht. Nico jetzt hier gegen Tobi. Hat nicht gereicht. Jetzt der zweite Versuch mit Neon im Nacken. Aber der ist ein bisschen weit weg. So, Nico zieht aber wieder zurück. So, Marvin gehen wir natürlich jetzt rauf. Der macht die letzten Meter hier. Wird den großen Preis von Australien gewinnen mit knapp einer halben Minute Vorsprung. Konnte sich aus allem raushalten. Absolut sauberes Rennen hier von Marvin. Sauberes Wochenende mit einer 1:19:09 hier auf Pol gefahren. Da, ich glaube, die 5 Sekunden Zeitstrafe für Rasen in der Boxengasse sind ihm recht herzlich egal.
Darauf kann er gepflegt einen Furz lassen. Er hat hier gewonnen. In Australien der Sieger vom McLaren-Team. ERL Marvin. Hinter ihm wird Paif über die Linie kommen. Ich denke vermutlich auch als Zweiter bleiben. Hat hier nochmal wieder einen harten Fight mit Nico hinter sich nach Russland, wo es auch schon, denke ich, Diskussionsbedarf gab zwischen den beiden. Fährt hier Zweiter über die Linie, bleibt doch Zweiter. Camo auf 3 über die Linie und hier gibt es nochmal ganz schön Action. Und Tobi hat da nochmal einen Fehler gemacht zum Schluss, was Neon Force trotzdem auf 4 bringt. Tobi vor Nico und Nico 6. Black Panther auf 7. Pizza Wolf gegen Falkberg hier noch. Und Pizza Wolf wird jetzt 8 über die Linie fahren. Ja, als 8 über die Linie wird aber 10. gewertet, weil Falkberg und Timmy da weniger Strafen haben. Falkberg 8, Timmy 9, Pizza Wolf 10. Der holt sich hier den letzten Punkt. Das heißt Bullet Dude auf 11 und Totti auf 12. Nico hat die Session Show verlassen, direkt nachdem er so mehr oder weniger über die Linie gefahren ist. Der ist wahrscheinlich stinke sauer. Kann ich auch verstehen. Klar, kurz vor Ende sich zu drehen ist definitiv bitter. Aber wie gesagt, es gehören immer 2 dazu. Ich denke, ganz unschuldig an diesem Dreher ist er nicht. So. Ja, Intoxic, die geben sich Redisaurus, da hast du recht. So, genug von der Siegesfeier. Wir wollen natürlich ein paar Stimmen hören. Und wer hätte es gedacht, Camo wieder auf dem Treppchen. Glaubt nach, lasst mich lügen, Mexiko das 2. Mal jetzt? Bin mir da gar nicht so sicher. Und Neon hier von 14 auf 4 gefahren. Starke Leistung auf jeden Fall. Und wo habe ich denn den Camo? Da habe ich ihn noch. Da laden wir noch gleich ein. In die gute Party. Und ach, schau mal. Servus, einmal deine Audio mit einbeziehen. Ja. Sollte mit einbezogen sein, ich hoffe es doch. Und somit dann herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz. Und ich glaube, okay, das ist dein 2. Podium. Oder dein. Ja, das ist richtig. Der 2., ne? Nach Mexiko, ne? War das, glaube ich? Ja. Genau. Zweite Podium, 3. Platz. Ein bisschen profitiert da am Ende von dem Zweikampf zwischen Nico und Paif, wobei sich dann Nico gedreht hat. Aber erstmal zu Qualifying. Wie zufrieden bist du mit deinem Qualifying-Ergebnis hier in Australien? Ich meine, Marvin zu schlagen war, glaube ich, unmöglich mit der 1.19.9. Aber wie zufrieden bist du trotzdem mit deiner eigenen Leistung im Qualifying? Boah, ja, also. Boah, der Raikön. Hallo. Ja, im Alpha, ist klar. Lebende Legende. Ja, wie soll ich sagen? Angesichts der Tatsache, so, dass meine Reifen, dass das ja auch nicht ganz so alles gut gegangen ist mit den ersten schnellen Runden, bin ich eigentlich ganz zufrieden gewesen. Muss ich echt sagen. Ich glaube, ich bin auf P4 gestartet. Ja, genau. Und ja, war ganz schön auch erstmal vorne. Dachte ich mir, oh. Aber gut, es hat gereicht. War ich mir zufrieden. Ja, eng zwischen ab dem 2. Platz war es dann eng. Ich glaube, wie gesagt, ja. Marvin heute in der eigenen Liga gefahren. Pace hier im Qualifying hatte, konnte er natürlich auch im Rennen umsetzen. Auch aufgrund dessen, dass ihr da gefightet habt. Apropos Fights, der Start. Ich meine, Pace ist da schlecht weggekommen. Oh ja. Du konntest fast der Nutznießer sein und Nico dir holen. Und dann gab es die Situation irgendwann,
Marvin fährt vorne weg und ihr drei seid innerhalb eines Sekundenfensters und kamt nicht aneinander vorbei. Ja, was war danach die Idee? Also ich meine, Nico hat als erstes reagiert, dann irgendwann in Runde 11, glaube ich, oder so, ist an die Box gefahren. Und hat euch eigentlich unter Druck gesetzt. Muss man ja so sagen. Ja, hat er. Auf jeden Fall, klar, keine Frage. Ich meine, wäre auch die Sache am Ende nicht gewesen. Ja, wäre auch natürlich mit auf dem Podium gewesen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Weiß nur, dass das Überholmanöver auch ganz schön eng war, dadurch, dass er quasi in der Innenseite hinter der Kurve auf einmal quasi wieder sich gefangen hatte. Aber jetzt zu der Ursprungsfrage. Was war denn die Frage nochmal? Ja, Nico hat ja als erstes reagiert in Runde 11. Genau, den Spin vorzuziehen, ja. Den Undercut zu machen. Ja. Also da habe ich offen mit meinen Leuten auch kommuniziert, dass ich leider keine Lösung habe, also keinen Mittelweg oder so hier finden konnte im Vorfeld für das Rennen, was die Strategie anging. Und daher hatte ich mir dann vorgenommen, wirklich diesmal halt verstärkt darauf zu reagieren, was passiert vor mir, wie gehen die anderen davor. Und da war ich dann natürlich mit dem Nico ein bisschen überrascht, dass er reinging, weil der Pave dann erstmal noch zwei weitere Runden mindestens gefahren ist und ich eigentlich damit gerechnet hatte, dass er jeden Augenblick reingehen würde. Letzten Endes habe ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert, weil ich dachte, dass der Nico auf die Mediums, auf eine Zwei-Stopp gehen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie unklar, ich weiß nicht, wie es jetzt für die anderen war. Ich habe da nämlich Verschiedenes gehört, sage ich mal, was die Reifenauswahl anging. Habe mich dadurch selber dazu entschieden, die Zwei-Stopp zu fahren. Was ja auch am Ende... Ich kann dir sagen, die Top-Leute sind alle in einen Stopp gefahren. Bis auf du. Ui. Ja, dann würde ich sagen, Glück gehabt. Einfach nur Glück im Unglück, auf jeden Fall. Der Nico hat auf die Harten gewechselt, der Pave ist sogar auf die Softs gegangen, deswegen ist er so lange draußen geblieben. Und war natürlich erstmal der Verlierer nach den Boxenstops, da er halt so lange draußen geblieben ist, Zeit verloren hat, weil ihr frische Reifen hattet. Ist dann aber, wie gesagt, durch die Softreifen wieder schneller durch rangekommen und er wusste halt, dass du nochmal stoppen musst, weil du auf den Mediums unterwegs warst. War wahrscheinlich noch mit seinem Vorteil. Hatte mich auch gewundert, dass du auf die Zwei-Stopp gehst, weil du auch so lange halt mit den Mediums draußen warst. Deshalb hatte mich das dann schon gewundert, dass du auf die Zwei-Stopp gehst. Ich lerne mit jedem Rennen, sage ich nur. Also war eigentlich gar nicht so wirklich durchdacht, nee, sag ich mal so. Das war wahrscheinlich durch die Situation, dass Nico halt reingeht, war das so ein bisschen vielleicht auch chaotisch? Kann man das so sagen? Ja, schon. Also das Chaotische, das hatte ich schon fast in Q2 befürchtet, dadurch, dass ja einige auch schon mit Softs direkt gestartet sind. Waren zwei Leute, ja. Einer davon war leider nicht dabei in dem Rennen. Ich hatte schon gehofft, dass das irgendwie so eine Domino-Reaktion auslösen würde. Dadurch, dass dann Unklarheit besteht, wer wie starten würde und. Aber gut, letzten Endes hat es ja auch mit dem Medium Star an der Stelle gereicht. Was dann die Strat im Race angeht, ja gut, wie gesagt, da habe ich versucht zu reagieren und das war dann das Ergebnis. Hab das Beste versucht draus zu machen. Ja, da hatte ich dann aber dann doch nochmal eine Frage jetzt so zum Abschluss, bevor ich dich dann entlasse. Wieso hast du nicht vielleicht sogar als erstes reagiert? Ich meine, du hast ja gemerkt, du kamst nicht vorbei und ich weiß ja nicht, also ich denke mal, dass du schon so ein bisschen Formel 1 verfolgst. Da kennt man das ja auch so, wenn ein Fahrer das nicht schafft an jemanden vorbei, zieht man seinen Boxenstopp einfach mal vor. Ich meine, das wäre ja für dich, also du hättest als großer Sieger hervorgehen können, indem du einfach die Runde davor oder so schon reingefahren wärst, weil, wie gesagt, die Harten halten so lange. Die halten richtig gut lange in Australien. Und wie gesagt, also gab es die Option gar nicht bei dir oder hast du wirklich die ganze Zeit nur, ja, ich mach jetzt echt wirklich nur, was die anderen machen? Also schon im Vorfeld hatte ich schon mal ein bisschen rumgespielt. Hab mal geschaut, mit welchen Reifen ich was für Stints raushauen kann. Etc. Aber letzten Endes, ja, soll ich sagen. Ja. Virtuelles Schulterzucken. Virtuelles Schulterzucken. Okay, also in Sachen Taktik und dergleichen vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Ja, okay. Definitiv.
Nichtsdestotrotz, mit ein bisschen Glück auf P3 gelandet, aber Glück gehört nun mal bekanntlich auch dazu. Eigentlich ein relativ solides Wochenende von dir, muss man ja mal sagen. Und ja, das ja. War's eigentlich von meiner Seite aus. Ja. Und deshalb. Von mir dann auch. Ja, deshalb nochmal Glückwunsch zu P3 und auch dann wünsche ich dir noch einen, an die anderen. Ja. Gehen wir weiter und natürlich noch einen schönen Freitagabend, genießt das Wochenende. Und ebenso. Wir sehen uns nächste Woche. Eventuell. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Ja, das war der Camo und ich lade sofort den Pave ein. Aber erstmal muss ich kurz hier das Auto von ihm finden. Hier, da ist auch der Jude Ferrari. Und Pave hat bestimmt einiges zu erzählen. Also ich gehe davon aus, Pave hat einiges zu erzählen. Marvin eher nicht so. Der hatte wahrscheinlich heute ein relativ langweiliges Rennen, der gute Marvin. Gibt's, glaube ich, nicht so viel zu sagen, glaube ich. So. Das ist ja schon fast wie Russland. Da ist er ja auch relativ souverän gefahren. Mal gespannt. Ob er kommt. Ansonsten, ja. Gehen wir vielleicht da. Zum Sieger erstmal. Ich weiß nicht. Also ich gucke jetzt nochmal, ich lade ihn jetzt nochmal ein. Ansonsten gehen wir zu Marvin, falls der eventuell kein Headset-Problem hat. Ich hoffe, er hat sich vielleicht auch mal ein neues Headset geholt. Wäre auch eine geile Option gewesen. Also, anscheinend ist er gerade nicht da, deshalb mal beim Marvin und laden den einfach mal ein und versuchen danach nochmal den Pave einzuladen. Vielleicht ist er dann da und möchte mit uns sprechen. Kann sein, dass er es nicht möchte. So, Pave hat mir gerade mal eine Nachricht geschrieben. Schauen wir doch mal. Oh. Was er dann... Heute möchte er kein Interview geben. Okay. Akzeptieren wir natürlich. Und anscheinend möchte der Marvin auch nicht mit uns reden. Anscheinend möchte keiner mit uns reden. Puh. So eine Einladung kriegt er noch. Ansonsten kann er ja schon mal das Fazit hier ziehen an dieser Stelle. Und auch von Marvin kommt eine Nachricht. Auch der möchte wahrscheinlich nicht. Ach so, ja, ich muss hier wieder offen stellen. Genau, das war das Ding hier mit ihm. Das war ja die Geschichte hier. So. Hab ich gemacht, Junge. Komm, renn in die Suppe hier.
warum der nicht beitreten kann, wenn ich das geschlossen habe und ihn einlade. Dann warten wir kurz mit dem Fazit. Ich hoffe, dass er jetzt hier beitreten wird. Ich habe die Party aufgemacht, Herr Kommissar. Da ist er ja. Der Kommissar. Der bitte seine Audio mit einbezieht, wenn er mich hört. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, ich höre dich nicht. Hallo? Hallo? Hallo, der gute Marvin. Dein Audio ist mit einbezogen? Ist mit einbezogen. Ah, sehr gut. Dann, ja, Glückwunsch zum perfekten Wochenende, würde ich mal sagen. Dankeschön. Ja, was soll man großartig dazu sagen? Ich meine, das war ja eine Blow My Mind Zeit hier. 1:19:09 im Qualifying. Junge. Das hat meinen Kopf gefickt, echt ganz ehrlich. Also. Ja, das war echt eine gute Runde, definitiv. Also, das war ja. Weiß gar nicht, ob du die noch perfekt erwischen kannst. Keine Ahnung. Also, das war ja 4 Zehntel vor P2. Das war ja schon eigentlich. Zerstörung. Ja, die Runde war echt. Ja, gut. Ja. Das war einfach mal so von wegen, ja, Nico fährt eine 1:20:03 und du kommst da einfach mal in die Ecke 1:19:09 und sagst einfach mal, Nico, deine Zeit ist einfach scheiße. Also, ganz ehrlich, also das war ja, boah, da kam auch keiner ran. Ich meine, das blieb ja bei dem Abstand von knapp 4 Zehntel, ich glaube 0,39 oder so waren das dann bei Pave. Ja. Ja. Soll man noch großartig sagen, von Start weg keine Probleme gehabt. Sehr profitiert von diesem Gemengelage da zwischen Pave, Nico und Camo. Ich meine, da bist du so schnell weggekommen. Was ist dein Geheimnis hier in Australien? Ich meine, das ist ja unglaublich. Also ich glaube, so einen großen Abstand, weiß ich nicht, hatten wir jetzt glaube ich noch nicht mit einer halben Minute. Ich muss sagen, ich habe ja letzte Woche gesagt, das ist meine Lieblingsstrecke. Ja, und ich habe mir ein sehr, sehr gutes Setup zusammengebaut im Laufe der Woche und ist einfach super aufgegangen. War top. Außer dann in der Box habe ich 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, da war ich ein bisschen, ja. Ich ein bisschen aber zu schnell die hat Nico auch bekommen. Also ihr wart nicht... Oh, wirklich? Alle ja, nicht. Oh. Ja, er hat auch noch eine 5 Sekunden bekommen beim Reinfahren in die Box. Pave hat, glaube ich, nur noch eine 3 Sekunden Zeitstrafe gekriegt, wegen mehreren Verwarnungen. Also ihr drei da vorne hattet am Ende auf jeden Fall mit Camo dann auf jeden Fall noch Zeitstrafen. Deswegen... Aber die Zeitstrafen... Ja gut, du hättest, glaube ich, noch 3 dir fangen können. Das wäre egal gewesen. Du wärst immer noch Erster gewesen. Du hattest... bei Zielüberfahrt knapp eine halbe Minute Vorsprung. Ich glaube 29 Sekunden oder so waren es. Danach natürlich nicht mehr. Dann sind die 5 Sekunden da knapp runtergerechnet worden. Ja. Das glaube ich 20. Ja. Also ich bin echt mega happy. Also das war ein Top-Rennen. War echt Top-Rennen. Auch eigentlich gar nichts auszusetzen an dem Rennen. Bis auf halt das Rasen in der Boxengasse. Bist du eigentlich perfektes Rennen gefahren. Ich meine, okay, ich hatte dich nicht im Bild. Ich merke gerade, ich habe das falsche Auto. Ich habe immer noch den Ferrari hier. Das ist natürlich unpraktisch. Natürlich bei McLaren. Also. Könntest aber im Ferrari fahren. Nein. Also wie gesagt, es war. Ich weiß gar nicht, was ich dich irgendwie fragen könnte, weil wie gesagt, es war ein unauffälliges Rennen von dir, was du sehr souverän runtergefahren hast. Auch halt, wie gesagt, durch die 2 Kämpfe von den anderen. Ja, jetzt als nächstes kommt die US und A. Und magst du die Strecke? Also kann man da Ähnliches von dir erwarten oder?
Ich muss ehrlich sagen, also im 19er Teil gefällt mir die Strecke echt sehr. Also ich weiß noch nicht strategiemäßig, aber bisher gefällt es mir echt ganz gut. Also. Ja, du hast, als du mitbekommen hattest, das wollte ich jetzt noch fragen, genau, als du mitbekommen hast im Rennen, da war Pave ja ziemlich lange noch vor dir draußen auf den Mediums, weil er die Medium-Soft-Strategie ausgewählt hat. Hast du da vielleicht auch mal kurz gedacht, so, oh Scheiße, vielleicht könnte er mich damit sogar kriegen zum Schluss? Ganz ehrlich zu sein, ich habe das ausprobiert, also mit den Soft, und bei mir haben die nur 6 Runden gehalten. Sind die massiv eingebrochen, deswegen wusste ich, dass, ja klar, am Anfang war er dann schneller, ist er dann schneller, aber hinten raus wird das dann, glaube ich, nicht so, ich weiß es nicht, aber glaube ich, hätte das nicht gereicht, deswegen, ich habe es ausprobiert, da war ich dann ruhig, also, ich glaube, die beste Strategie war heute definitiv die Medium zu hart, vielleicht auch Soft zu hart, aber... Ich glaube auch, also wie gesagt, man muss die Mediums schon sehr, sehr reizen. Also er hat ja auch in den Runden, die er länger draußen geblieben ist, da, ich glaube, 5 Sekunden oder so verloren auf dich. Deshalb war das schon gewagt, klar, aber es hat sich am Ende ausgezahlt gemacht mit P2. Ich meine... Definitiv. Und wenn ich wage, der nicht gewinnt, sagt man ja so schön. Das ist richtig, das ist richtig. Und man muss halt mal was riskieren, um vielleicht auch... mit neuen Wegen da vielleicht dann weiter vorne dann irgendwie sich zu etablieren. Und Pave hat es heute gut gemacht. Deshalb, aber wie gesagt, zu deinem Rennen kann man eigentlich nicht viel sagen. Das war, ja, das Qualifying unglaublich, die Zeit, Fabelzeit. Und im Rennen souverän. Ich glaube, ich habe dich auch nur in der letzten Runde einmal drauf. Es tut mir leid. Kein Problem. Nur ein bisschen traurig, weil... Zu spannende Kante. Ich bin nur traurig wie mein Teamkollegen, der hat ja ein Problem gehabt. Das war ein genau, der ist schade. Ja leider nicht am Start gewesen, da er den Disconnect, glaube ich, hatte oder so. Ist auf jeden Fall rausgeflogen. Ja, hatte kein Motorsound, wie ich im Qualifying und dann... Ja, ohne Motorsound ist schon scheiße dann zu fahren und... Ja, 2 Fahrer hatten das ja auch noch, 2 weitere. Das heißt, sind 3 ja insgesamt dann am Ende nicht mitgefahren. Und ja. Ja, das ist einfach. Ist einfach scheiße. Ja, das stimmt, das ist scheiße. Aber wie gesagt, kann man leider dann auch in dem Moment nicht ändern. Ich meine, wenn man hier die Online-Meisterschaft noch hätte, dann hätte man sagen können, okay, stopp, warte, das Ding ist ja jetzt gespeichert, wir gehen kurz einmal raus, laden das neu und starten vom Rennen. So konnte man hier natürlich nicht oder kann man hier nicht, weil Codemasters einfach, in der Hinsicht scheiße ist, weil sie einfach nicht das, was gut ist, behalten. Nein, sie schmeißen es raus und nehmen was Beschisseneres rein. Diese scheiß Liga-Modi, die braucht kein Mensch. Ja, das stimmt. Da bin ich voll deiner Meinung. Tja, aber nichtsdestotrotz, wir haben den Scheiß, jetzt müssen wir damit irgendwie umgehen, leben. Das heißt auch, wenn man halt rausfliegt, ist das nun mal leider so, kann man leider nichts dran ändern. Und da jetzt jedes Mal die Lobby neu starten, ist halt auch nicht Sinn und Zweck. Das stimmt. Na gut, ja, dann ich habe nichts weiter. Ich würde dich dann wieder entlassen quasi. Und achso, ich wollte noch sagen, danke, dass du mit mir trainiert hast die Woche oder mich mal eingeladen hast. Ich dachte, du wärst mein Freund. Nein, alles gut. Scheiße, stimmt, richtig. Da war ja was, da war ja was. Alles gut, alles gut. Ich habe selber trainiert. USA trainieren wir dann. Ja, USA brauche ich, das ist noch far, far away. Alles gut. Nein, wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Freitagabend. Achso, hier von Camo Place kommt noch ein GG Marvin, also von Camo. Auch Glückwunsch an Camo natürlich auch, wieder super Rennen gehabt, ja, Dritter geworden. Auf jeden Fall top. Ja. Und was auch wichtig zu erwähnen ist, dass Camo und ich nicht weit auseinander wohnen. Wir wohnen nicht weit auseinander. Ach was, okay. Oder könnt ihr ein Bier trinken heute Abend? Und echt um die Ecke. Ja! Ja, aber Camo, hast gehört? Also Sixer und ab zu Marvin, ne? Das Siegerbier trinken. Das Siegerbier. Ah, gut. Ja, genau. Na gut, wie gesagt, ich wünsche dir noch einen schönen Freitagabend. Genieß das Wochenende. Und auf jeden Fall. Wir hören uns dann eventuell nach dem USA-Rennen wieder. Ich hoffe natürlich. Ich werde mein Bestes geben. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, es kann viel passieren, man weiß es nie.
Das steckt nicht drin. Das stimmt. Alles klar. Dann, wie gesagt, schönen okay. Feier noch. Schönes Wochenende. Wünsche ich dir auch. Tschö. Ciao. Ja, wie gesagt, der Marvin konnte auch nicht so viel erzählen. Bei dem war halt nicht so viel los. Der hat das Ganze souverän runtergefahren hier. Fazit des Rennens, es gab wieder heftige Zweikämpfe zwischen Pave und Nico. Ich glaube, da ist das letzte Wort auch noch nicht ganz so gesprochen. Also in Russland gab es schon ähnliche Szenen. Da war Pave der Pechvogel. Jetzt war es Nico. Wie gesagt, ich glaube, das letzte Wort zwischen den beiden ist da definitiv noch nicht gesprochen. Die werden wohl auch noch das ein oder andere Mal hier wieder aufeinandertreffen, aufeinander prasseln und ja, wie gesagt, also es war wieder hart an der Grenze von den beiden. Vielleicht sollten sie beide mal ein bisschen zurückschrauben, was das Zweikampfverhalten teilweise angeht. Wie gesagt, teilweise. Es ist ja über weite Strecken recht fair zwischen den beiden, aber dann gibt es, wie gesagt, ab und zu mal ja, vielleicht einen kleinen Denkaussetzer oder so. Ich weiß es nicht. Ja, wo sie dann keine Ahnung. Also letztes Jahr war da nicht so Dinger, glaube ich, bei. Also das ist schon jetzt in den 5 Rennen ziemlich häufig passiert. Ich hoffe natürlich, dass die beiden das irgendwie klären können oder so. Ich denke, das ist auch wichtig, dass sie das vielleicht klären. Nichtsdestotrotz war es ein ja, krasses Qualifying wieder. Marvin da mit der Fabelzeit 1:19.982, also unglaublich. 4 Zehntel da schneller als Pave auf P2. Pave dann mit einem schlechten Start, konnte es aber verteidigen. Hat P2 auch bis zum Schluss verteidigt, mit kleinen Problemen zwischendurch. Dann den Flügelschaden zum Schluss da. Konnte er sich da gegen Nico die ganze Zeit gut behaupten. Der hat sich zum Schluss weggedreht, hat da mit P3 auch noch verloren und ist auf P5 zurückgefallen. Ne, 6. glaube ich sogar. Und ja, Timmy heute mal durchgekommen. Das endlich das erste Mal, ich glaube im 3. Rennen jetzt, hat er es geschafft. Auch gleich in die Punkte dann. 9. geworden. Für Toro Rosso gut, 9. und 10. Nimm hier ein paar Punkte mit. Für Timmy gut, im 3. Rennen endlich geschafft durchzufahren. Endlich auch in die Punkte gleichzeitig damit. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die US und A. Einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Sie ist mega geil zu fahren. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Bin gespannt, ob Marvin seinen Siegeszug dort fortsetzt. Denn wie gesagt, er ist der Mann der Stunde, der Mann der Saison zurzeit. Nach 5 Rennen ist schon ein kleines, ja, ist schon so eine kleine Richtung zu sehen, wer es hier definitiv zu schlagen gilt im Kampf um die Meisterschaft. Und es ist niemand anderes außer der McLaren-Mann RL Marvin. Und ja, ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Freitagabend. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Und nächste Woche Freitag hören wir uns wieder 20.10 Uhr hier auf dem Kanal. Und ja, das war's dann von mir an dieser Stelle. Ich sag dann einfach mal Tschö mit O und bis dann, Jan.